Herzlich willkommen zum 22. Mobilisten-Talk von mobilbranche.de hier im Telefonica Basecamp. Thema heute Mobile Banking. Freut mich, dass ihr und Sie alle so zahlreich erschienen seid. Volles Haus, das freut mich sehr. Und ja, wir haben auch ganz tolle Speaker. Wir fangen gleich an mit dem Vortrag von Fernando Burgos, Director Innovation bei Telefonica Deutschland. Er wird erstmal kurz vorstellen, was Telefonica eigentlich so mit dem Thema Banking zu tun hat als Telco. Und danach, nach der Präsentation, geht es dann in die Podiumsdiskussion mit Matthias Gröner von Fidor, Christopher Kamphoff von Landstar und Mike Klotz von Payment and Banking und eben Fernando Burgos dann auch. Gut, also wir legen los mit Fernandos Präsentation. Danke. Dankeschön. Heute möchte ich auf Englisch vielleicht besser reden, weil ich vergesse immer, was ist die, das, Akkusativ, Dativ und so weiter. So wahrscheinlich besser auf Englisch, wäre more entertaining. So, thank you for being here today. I'm happy that I have some few minutes to present to you what we have developed with O2 Banking. So basically, this was some time ago. I can recall 1.5 years roughly. We sit down in our offices. We're looking at how the payment world was developing, what was happening in the banking area, the interchange regulation changes, how mobile was becoming more dominant in the banking industry, and actually how millennials, young segments, post-millennials, were demanding more and more the smartphone being a part of their lives. Yeah? And then I remember talking with Mark. Where's Mark? Well, somewhere is Mark. Yeah, here it is. Yeah, and I said, Mark, we have talked a long time about mobile wallet, etc. This is not enough. We have to do more. So, to cut a long story short, and after some discussions, we went and saw these other fine young men in the back that you're going to see later in the panel. Which was some discussions, ended up in a, let's say, a nice marriage, yeah, where a telecoms company and a bank, and both with a really spirit of innovation, get together and bring the best assets from both parties to develop what we believe was the right service, the right product at the time. So really understanding, number one, the mobile phone as a centric point for the lives of younger people, younger generations. Number two, understanding that it was a hassle for these people to go to a filiale, and you can do a lot more banking here. Understanding the situation, what it means with negative interest rates and the discontent from consumers of seeing how traditional banks are raising the fees. And then, most important of all, and from the beginning, Matthias, Mark, myself, our teams, putting the customer at the center of everything we did. So when you see O2 Banking today, you can say, well, a lot of stuff happens from technology, the Fidor platform, a lot of stuff comes from technology, Telefonica. No, it's about understanding what these needs are, doing some kind of conversations with customers, trialing things, putting them in the market, and whatever works, fine, we keep it. Whatever doesn't work, we stop it. Yeah. As an example, and I look to Mike right now, something that was, or a few months ago, was the capacity, and we'll come in a minute, of some of the functionalities of the bank. The capacity to, if you pay the customer's interest with mobile data, that you could send this data with each other. And I remember a tweet that you sent, I said, like, well, this is like, we tried, and now it's funny. Something that we tried, customers are sending to each other terabytes of data every month, yeah? So again, we try things, and then what works, we keep it. What doesn't work, we look again from a customer perspective, what can we change, what can we do, and start from scratch. So putting the customer at the center of everything, and again, not from a pure set of functions
and features on a bank, but keeping it as simple as we can, we developed this. Also, all the bank here, everything that you need to do, control your mobile phone, and focusing 100% on customer experience. Again, very simple customer experience, and very important, safe and secure. One of the most, let's say, innovative aspects that we launched was the idea of bringing the strengths together of being a telco and having an innovative bank behind as a currency. Yeah, so in a world where negative interest rates don't allow traditional banks to pay interest, we incentivize customers to use more of the bank, and then they get mobile data month on month as an incentive. I will finish my presentation, and I hope it was short enough to say future. So we started this journey with a very particular context 1.5 years ago, and typically large companies like Telefonica, they start a journey, you get approvals in board of directors, etc., and then you change nothing and you keep on doing. No. What we try to do, what we are doing, is making sure that into the future, 2017, 2018, we keep on understanding how the context is changing. All these PSD2, strong authentication, all these regulatory technical issues and so on, and with a pure customer-centric mindset, keep on delivering simple, transparent, easy to use banking experience, and keeping all this complexity behind to the end. That was my intro for you. Thank you. Thanks, Fernando. Direkt irgendwelche Fragen an ihn? Ich fand ja diesen Ansatz Data as a currency sehr spannend. So what do you think? Will it be something like a Bitcoin to be compared to it? Mobile data that you will pay your friends or even your bills with mobile data generated with your O2 banking, or is it too big to think this? Wir haben lange diskutiert, ob wir können dieses Konzept weiterentwickeln. Was wichtig ist, ist es nicht nur Daten, sondern auch LTE-Daten, so High-Speed. Wir müssen, wir haben ein paar Experimente gemacht, in Summe dieses Thema, ob wir können Kunden miteinander diese Currency miteinander verteilen. Yeah? Das hat gut funktioniert. Stay tuned, you will see more experiments of how we can use this currency into the future for our customers. Okay, thanks. So, weitere Fragen jetzt aktuell schon? Sonst würde ich jetzt einfach die anderen Diskutanten auf die Bühne bitten. Christopher Kamsow von Landstar, Mike Klotz von Payment Banking und Matthias Gröner von der Fidor Bank. Genau. Mike dort, ja. Fernando. Okay. Hier? Ja. Oder doch anders. Oder habe ich es jetzt falsch sortiert? Sollte so passen. You know, like in the good weddings, all the seats are okay. Pre-assigned. Alles ist arrangiert, hoffentlich. Ich würde gerne noch mit einer ganz kurzen Vorstellungsrunde noch mal beginnen, damit jeder den Überblick hat, wer hier auf der Bühne ist. Christopher, mach du doch gerne den Anfang. Ja, Christopher Kamsow, ich bin der laute Gründer von Landstar. Vor mittlerweile fast 4 Jahren haben wir das Thema Peer-to-Peer in Deutschland gebracht und sind hier im Moment von den unabhängigen Services auch nach wie vor der Marktführer. Wir sind allerdings nicht nur im Bereich Peer-to-Peer-Zahlungen tätig, sondern haben das mittlerweile weiter aufgebohrt, also machen viele Themen im Bereich Mobile Payment und arbeiten auch mit Banken direkt zusammen, die eben das Thema Peer-to-Peer auch zunehmend für sich entdecken. Ist der Mikro ein bisschen höher machen? Okay, geht so besser? Müssen wir testen. Noch ein bisschen? Super. Zum Mund, okay. Kriegen wir auch hin. Geht das so besser?
Okay. Genau, arbeiten also auch mit Banken zusammen, haben mittlerweile 13 Kooperationen hier im Bankensektor und ja, wollen das Thema auch weiter natürlich nach vorne bringen und ich freue mich heute Abend hier zu sein und in dieser spannenden Runde zu diskutieren. Fernando, Director of Innovation, Telefonica Deutschland. Was machst du noch außer Banking-Themen? In unserem Bereich, wir entwickeln neue Innovationen, aber mit einer bestimmte taktische Standpunkt, als Beispiel unsere Sky Partnership. Wir sind für dieses Thema, den ganzen Videothema zuständig und weitere Sachen. Ja? Ja. Okay, Matthias. Matthias Gröner, CEO und Mitbegründer der Fidor Bank Gruppe. Ja, Mike Klotz, Teil vom Payment und Banking Team rund um André Bajorath, Rafael Otero. Ja, wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit den Entwicklungen in der Payment- und Banking-Branche. Darüber hinaus in der Beratung tätig, wo ich die ein oder andere Bank beim Thema digitale Transformation versuche zu beraten. Ja, digitale Transformation ist so ein Thema. Mich würde persönlich erstmal interessieren, wann wart ihr zuletzt überhaupt noch in einer klassischen Bankfiliale? Geht da überhaupt heute noch wer hin? Also ich kann für mich als Kunde jetzt natürlich, genau, nicht, genau, um Partner zu gewinnen vielleicht. Also ich war vor 3 Wochen in der Sparkasse bei mir im Wohnort und es ging dann auch um so ein Thema wie eine Kontoeröffnung, die mir aufgedrungen wurde. Das war ganz lustig, weil ich danach gedacht habe, ich bin in der richtigen Branche, ich mache noch das Richtige, weil das Erlebnis war wirklich fantastisch. Es hat 3 Wochen gedauert, bis dann ein Konto eröffnet war. Also von daher, genau, war es eine gute Erfahrung. Ja. Genau. Habt ihr klassische Banken zuletzt noch besucht? Tatsächlich immer mal wieder. Dann und wann braucht man Bargeld? Dann läuft man natürlich zwangsläufig in der Filiale oder an der Filiale vorbei. Aber in der Tat erinnere ich mich an ein sehr ähnliches Erlebnis wie von Christopher geschildert. Da ging es um Mietkautionskonto, was ein sehr analoges Produkt augenscheinlich ist, was mich diverse Stunden meines Lebens gekostet hat. Ja. Und Nerven vor allen Dingen. Wir reden hier natürlich, glaube ich, heute den weiteren Abend vor allem dann über das mobile Girokonto, aber trotzdem gibt es aus eurer Sicht Produkte, die gar nicht digital abgebildet werden oder ist das einfach zum Beispiel dieses Mietkautionskonto auch mobil digital anzubieten? Die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, also wir diskutieren immer sehr schwarz-weiß, ja, digital oder analog und ich glaube tatsächlich daran, dass es durchaus immer wieder auch den persönlichen Berater braucht oder dass es ein gutes Gefühl ist, auch tatsächlich mal in die Filiale zu gehen, wenn jetzt ein Engpass ist, wenn man irgendwas braucht oder vielleicht auch eine Immobilienfinanzierung machen muss. Das ist jetzt so ein Produkt, wo das wird man auch online abbilden können oder digital abbilden können. Aber die Frage ist immer, wo stehen wir jetzt und Stand heute würde ich sagen, oder Stand heute würde ich nicht in solchen Schwarz-Weiß-Kategorien denken. Ja, man muss das Thema vorantreiben, man sollte das Thema vorantreiben, aber die Frage ist immer, welcher Zwang steht dahinter? Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, um deine Frage zu beantworten, viele Organisationen tun sich halt sehr, sehr schwer, den digitalen Kunden überhaupt zu verstehen. Also die ziehen sich zurück und sagen, naja, das ist zu komplex, das Produkt, ohne sich zu überlegen, ob ich es nicht tatsächlich auch einfach abbilden kann. Ich frage mich an. Ja. Naja, was soll ich sagen? Im Endeffekt, wir haben ja eine Bank gegründet, die sich ausschließlich aufs digitale Leben fokussiert. Dadurch beantwortet sich ja die Frage. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass der Berater wirklich ein Berater ist, aber das ist ein altes Thema. Ich halte den Berater nach wie vor eigentlich ausschließlich für eine Vertriebsorganisation. Der Auftrag hat ein Produkt der Bank dem Kunden, ob er es will oder nicht, häufig will er es nämlich gar nicht, angedeihen zu lassen. Und dementsprechend bin ich eigentlich wahrscheinlich schon nach wie vor relativ aggressiv, dass ich sage, am Ende des Tages wird es sich hier durchdigitalisiert haben. Es ist natürlich die Frage, was der Kunde erlebt, ist die eine Frage, was hinten in den Prozessstrecken digital läuft, ist das andere. Da wird aber auch die größte Herausforderung bei den Banken sein. Da scheitert auch die Kontoeröffnung, weil im Endeffekt dieser Straight-Through- oder End-to-End-Prozess, der ja für die Digitalisierung notwendig ist, also dieser Teil des Eisbergs, der unterm Wasser ist, ja, den wir in unserer schönen Fintech-Welt häufiger übrigens vergessen, weil wir uns nur oben mit PowerPoints austoben. Der ist der essentielle Teil, daran werden viele scheitern, das ist die größte Herausforderung und wir müssen, wir als Bankenbranche gesprochen, müssen das aber betreiben, um
das größte Problem, was die Bankenbranche hat, nämlich ein Kostenproblem, einfach in den Griff zu kriegen. Es wird ausschließlich über das Digitale gehen. Wir werden definitiv erleben, dass unsere, also von uns geht ja eh schon keiner mehr in Filiale rein. Ich weiß auch manchmal, ich gehe zur Selbstmotivation rein. Ja, also wenn es mir irgendwie schlecht geht, stelle mir eine Filiale rein, gehe wieder raus und sage, boah, sind wir geil. Ja, das muss man ab und zu mal machen. Und dazu das ist es gut. Na, aber wir machen viel Mystery-Shopping in Filialen. Also wenn wir ein neues Produkt rausbringen und dann, man redet sich ja selbst auch so in der Nische rein und denkt sich, wow, Wahnsinn, so wahnsinnig kompetitiv. Man muss nur einmal in die Filiale, in die nächste reingehen und dann weiß man, man ist allein auf weiter Flur. Wenn ich da einhaken darf mit einem Einwurf. Was ich heute bei dem Thema Digitalisierung oft erlebe, ist, dass ein scheiß analoger Prozess scheiße digital umgesetzt wird. Und das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Und deswegen muss man sich natürlich dann die Frage stellen, was verbessere ich tatsächlich für den Konsumenten? Und wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung anschaut, und jetzt wäre ich auch ein bisschen zu Fidor schiele, es brauchte ja dann auch tatsächlich sowas wie Fintechs, die dann gezeigt haben, dass Videolegitimation irgendwie funktioniert und man das auch besser machen kann. Ja, genau. Und wir haben, wenn wir das sozusagen jetzt gesprächsartig hier ausgestalten. nein, ich habe auch noch ein paar andere Fragen, ja, aber diskutiert das. Da kommen wir ja noch dazu. Dann. Nein, aber. Du merkst das schon. Aber der Punkt ist ja, wir waren ja einer der ersten Partner, die eine digitale Kontoeröffnung, ich weiß gar nicht, Herr Wagner, wie hat der Partner, ist wurscht. Auf jeden Fall, genau. Und da war das Problem. Vor der Kamera, ne? Ja, und dann ist das Problem aber gewesen, dass ein Teil der Legitimationen oder der Kontoeröffnungen in dem Funnel des Partners verschwunden war. Und der Kunde natürlich über diesen Funnel überhaupt nicht Bescheid wusste, dann bei uns angerufen hat und gesagt hat, ja, also Matthias Gröner, ich habe mich hier gerade angemeldet, vor 4 Wochen habe ich eine Kontoeröffnung gemacht, das soll alles digital funktionieren, funktioniert nicht, was ist das für ein Scheiß, seid genauso eine blöde Bank wie die anderen. So. Dann haben wir herausgefunden, dass letzten Endes in deren Funnel, in unsere Partners Funnel, die Kontoeröffnung verloren gegangen ist, was natürlich ein Riesenproblem war. Also das war 2 Jahre vor IDNOW. Da hat es also schon ein bisschen Erfahrung auch gebracht. Also man muss natürlich dann den Mut auch haben, sich hier ein paar blaue Flecken zu holen, weil sonst läuft es nicht. Dann kommen wir zum anderen Thema, hat denn in der Bank einer Bock, sich blaue Flecken zu holen? Weil das ist ein Kulturthema dann und das ist auch ein Thema der Bonuszahlung. Und insofern wahrscheinlich nicht, ja. Das ist glaube ich, das eines der größten Probleme. Also wir arbeiten auch sehr stark im Raiffeisen- und Volksbankensektor und haben dort eben mit entsprechenden Banken auch zu tun, wo man sehr viele sehr motivierte Leute findet, auch sehr gute Leute findet, aber man auch feststellt, okay, wirklich an der Front, in Anführungsstrichen, also da in der Filiale, sind halt oft Leute, die eben überhaupt keine Lust haben, sich einen blauen Fleck zu holen und auch keine Lust haben, irgendwas Neues auszuprobieren, sondern lieber schön weiter das machen, was sie eigentlich die letzten 5 Jahre auch gemacht haben und das bitte schön die nächsten 20 Jahre auch. Nur bleibt die Welt halt nicht stehen und die Nachfrage der Leute ist da und nicht umsonst gibt es ja bei diesen Banken auch diesen Badewanneneffekt, dass so ab 25 auf einmal und sonstigen Produkten brav herangezogen habe und viel Geld auch rein investiert habe, dann auf einmal zu einer ING oder halt einer Number 26 oder einer Fido halt eben halt gehen. Und und das ist natürlich auch, glaube ich, tatsächlich das kulturelle Thema ein sehr, sehr großes Problem für Banken. Deswegen war es ja so genial, als wir aufeinander getroffen sind. Wegen Filialen habe ich eine Erfahrung gehabt. In unserer Umgebung gibt es manche Filialen, die zugemacht haben. Und dann, wenn man mit dieser Mitarbeiter spricht, man kann Angst spüren. Ja? Sie wissen genau, dass es wird weniger Filialen in der Zukunft und dann, dass sie wahrscheinlich keinen Job in der Zukunft haben. Ja? So, und diese Angst, man kann spüren und wenn man die ein bisschen close zu diese Leute spricht, kommen diese Sachen und dann das verhindert, dass sie können diese tolle Kundenberatung machen, diese High-Value Trust und so. You talk to someone and say, ich habe Angst, was passiert ist und dann so, ja. Mir ist auch sowas passiert, ich wollte für meinen Sohn gehe zu einer Commerzbank tatsächlich und die fragen, sind Sie denn Kunde von uns? Ich meine so, ja, sagen Sie meinen Namen. Okay, dann müssen Sie aber in die Filiale zu dem Berater, der macht das mit Ihnen.
Ich habe es dann hinterher gar nicht gemacht, sondern habe es in der Spardose das wenige Geld gelassen und frage mich auch, was soll das? Später hat mir jemand zu Genossenschaftsanteilen geraten und das ist jetzt seine erste Geldanlage. Also ganz was anderes. Das Filialprinzip, was auch. Das Filialprinzip, was ja auch die Sparkassen letztendlich haben, was natürlich heute, also sie haben es ja geschafft, im Prinzip die Filiale, die Regionalität auch ins Internet zu bringen. Ja. Also jede Sparkasse hat ihre eigene oder auch Volks- und Raiffeisenbank ihre eigene Webauftritt, was natürlich heute in Zeiten des Internets irgendwie ad absurdum geführt wird. Ja. Warum gibt es nicht einen singulären Auftritt, wo ich alles machen kann, geschweige denn, dass ich in jeder Filiale die gleiche Beratung bekomme? Und selbst bei Yomo, bei dem neuen Produkt, was jetzt gelauncht wird, haben sie es dann erfolgreich, führen sie es weiter fort. Ja. Also auch da extra ein Produkt für den Millennial konzipiert, aber auch das Filialprinzip beibehalten. Zurück. Das haben wir vergessen, allein bei den Sparkassen sind 1000 Vorstände. Die müssen natürlich auch alle irgendwie ihren Job behalten. Institute sind. Ich glaube, wir sind jetzt gerade, die Sparkassen, ich war neulich auf einer Veranstaltung hier in Berlin, weiter vorn, war eine reine Lobbyistenveranstaltung und da saß der Fahn schon neben mir, oder vor mir vielmehr, auf der Bühne und da war er ganz stolz, dass jetzt unter 1000 Mitgliedsinstitute kommen sind. Also dementsprechend mal mindestens 3, würde ich mal sagen, hast 3000 Sparkassen vorstellen. Sparkassen sind 400. Volks- und Raiffeisenbanken sind 1000. Oder das, ja. Aber wer von den Sparkassenleuten im Publikum will dazu was sagen? Ich sehe da schon hellhörige. 396, dann war es die 400er Grenze, das war's. Ja, genau. Details. Eben. Okay. Der Punkt hier dann. Matthias, mich würde trotzdem noch mal interessieren, ihr als Direktbank, welches Leistungsspektrum könnt ihr abdecken? Das komplette, was so eine klassische Filial, Retail, sonst was Bank hat oder die Sparkasse oder sucht ihr euch schon die attraktivsten Nischen raus? Was ist eine klassische Retail-Filialbank? Also ich glaube, wir haben ja heute schon eine wahnsinnige Angebotsvielfalt im Markt, wenn ich mir anschaue, was es da gibt. Von ein paar Namen sind ja gefallen, ING, N26 zu uns bis hin zu den Häusern der einzelnen Großinstitute oder Großorganisationen. Wir haben ja eh schon wahnsinnigen Reigen. Wir haben von der Noris Bank, die meines Erachtens relativ no frills und sehr auf den Punkt unterwegs ist, übrigens ein Konzept, was ich sehr, sehr gut finde, alles Mögliche. Also die Frage ist ja, und dann komme ich auf den Punkt, den der Finando eben gesagt hat, was will eigentlich der Kunde, beziehungsweise welchen Kunden spreche ich an? Und dann muss ich halt im Endeffekt das Angebot rund um diesen Kunden gestalten. Wir von der FIDO sind halt an die Sache rangegangen, dass wir gesagt haben, in erster Linie braucht es einmal einen Austausch rund um das Thema Geld, weil das größte Problem der Leute ist nicht, dass sie nicht genügend Banken haben, aber das größte Problem der Leute ist, dass sie nicht genügend Unterstützung zu ihren ganz einfachen Alltagsthemen rund um Geld haben. Ja, ich kann heute in keine Filiale einfach reinlaufen und einmal ganz unbedarft eine Frage stellen, die ich womöglich als Nichtkunde sogar stellen würde und die halt womöglich für den Berater in Anführungszeichen, und ich bleibe dabei, Vertriebsmitarbeiter, der ganz klare, übrigens in allen Organisationen, die auch hier im Haus sind jetzt gerade, ganz klare Vertriebsziele hat und auch auf Biegen und Brechen abverkaufen muss, ohne Altersgrenze, Lebensversicherungen vertickt etc. Also wenn ich da mal einfach auch dann im Endeffekt einfach eine unbedarfte Frage stellen will, dann habe ich keine Möglichkeit. Das war ja mal der Ansatz mit der FIDO Community. Das nächste ist, dass ich einfach dann auch sagen muss, und da kommen wir aus dem Discount Brokerage, die erste Bank, die wir gegründet haben, war die Direktanlagebank, die DRB Bank. Ansatz war, aber alles am Produktspektrum geboten hat. Der Kunde soll sich selber zusammenstecken können. Das ist eigentlich die Kernphilosophie. Warum soll ich mir darüber Gedanken machen, was der Kunde will, also was der Kunde, wie das einzelne Angebot für einen Kunden aussieht? Der Kunde sollte die Möglichkeit haben, sein Konto persönlich im Endeffekt so zu konfigurieren, wie er das vom Smartphone auch kennt. Warum muss ich mich als Bank, warum kann ich als Bank diese Kundenakzeptanz nicht auch auf mein Kontoprodukt übertragen und da auch anbieten? Und dann kann er machen, was er will. Ja? Wenn wir dann einen Schritt weitergehen, und du hast es ja gerade gesagt, der Kunde soll sich konfigurieren, und da stelle ich die Frage, ist der Kunde in der Lage, sich das immer so zu konfigurieren? Ja, wie schwierige gerade braucht? Frage. Das ist die eine Frage. Da muss ich gleich was drauf sagen. Ich stelle dir auch die Frage. Ja, ja, ja. Die zweite Frage ist, warum bietet man ihm nicht genau das automatisch an? Ja, wir sprechen, wenn du dir anschaust, Robo-Advisory, was da gerade passiert, da muss man ja schon
die Frage stellen, warum werden Daten nicht genutzt, um den Kunden das optimale Produkt zu präsentieren? Also vielleicht macht ihr es ja auch. Nein. Also vollkommen, der zweite Teil ist definitiv der spannende. Der erste Teil ist, als wir die DRB Bank gegründet haben, das war also sozusagen vor der Zeit der meisten hier Anwesenden, das war 1994. Ja, damals hat es noch ganz, also es war nur Telefonbanking, und da hat auch ein deutscher Bankvorstand gesagt, der deutsche Kunde ist nicht reif dafür. Okay, also das war, die Bank gibt es mittlerweile nicht mehr, das war die mit dem grünen Band des Vertrauens, mit der Attitude. Ich bin eigentlich als Dienstleister schwer, also habe ich ein Problem, wenn ich einen pädagogischen Ansatz für einen Kunden fahren muss. Wenn ich für den Kunden was auswähle, bin ich aber automatisch in der Haftung, mir fehlt lässt grüßen etc., weil ich habe ja die Selektion getroffen. Also es hat mehrere Facetten, das ganze Thema. Und häufig ist es so, dass es nach dem alten Motto funktioniert, für denjenigen Kunden, für den wir das jetzt zusammengestellt haben, ist es nicht das Richtige, er hätte es gern anders, der Nächste will dann das Modifizierte nicht, also da kommt dann das alte Motto, egal wie man es macht, man macht es falsch, mache es gleich falsch, ist auch nicht richtig. Ja, also insofern muss ich im Endeffekt von einem Minimum Viable Product, das liebe ich an der Digitalisierung, kommen und dann den Kunden das selbst anreichern lassen. Ich bin dabei, dass ich ihm vielleicht Selektionsvorschläge mache, ja, ganz klar. Aber auch aus Haftungsgründen bzw. aus Konzeptgründen, die mit uns einhergehen, eben nämlich, dass wir ein beratungsfreies Haus sind, weil wir überhaupt nie in den Verdacht kommen wollen, dass wir dem Kunden was abverkaufen, ja, kann ich ihm nur einen Vorschlag machen, den letzten Schritt muss er selber gehen. Mike, du hattest ja eine steile These neulich in deinem Payment Banking Blog geschrieben, dass die neuen mobilen Girokonten auf dem Weg zum Wegwerfprodukt sind. Ist denn das? Stell vielleicht auch nochmal die These generell vor. Ich habe das so ein bisschen verglichen mit der Entwicklung im E-Mail. Und der Vergleich hängt natürlich so ein bisschen, und du kannst das auch nicht eins zu eins übertragen. Auf der anderen Seite, wenn wir das so zurückschauen, und du hast gerade 1994 genannt, ich bin ja auch in einem Zeit groß geworden, wo das Internet so gerade anfing. Die ersten E-Mail-Adressen, die man hatte, waren sehr stark gebunden an den Provider. Ne? Man hatte eine T-Online-Adresse vorne noch mit so einer kryptischen Zahl, achtstellig oder zwölfstellig, also die Kundennummer. Und dann kamen erste Free-Mailer wie eine Web.de, GMX von 1&1, damals noch nicht 1&1. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Angefangen von so einer an einem Provider hängenden E-Mail, ähnlich wie das heute auch ist. IBAN hängt an meiner Bank, die ich eigentlich schon geerbt habe. Ne? Man ist ja eigentlich bei der Bank, wo auch Mama und Papa waren. Geht es jetzt so ein bisschen, oder die These ist, geht es jetzt dazu hin, dass Kunden anfangen, sich relativ leicht neue Konten anzulegen. Ich habe das an zwei Beispielen gebracht mit Bank, den Kollegen aus Holland, die jetzt in Holland schon ein bisschen länger aktiv sind und jetzt nach Deutschland gekommen sind. Da kann ich innerhalb der App relativ leicht mir ein Konto anlegen. Auch zusätzlich jetzt bis zu 10, glaube ich, IBANs, also richtige, echte Kontonummern anlegen, die ich dann für verschiedene Zwecke nutzen kann. Oder aber auch N26, wo ich ja auch relativ schnell ein Konto anlegen kann. Und ich habe das so verglichen, dass auf der einen Seite das so eine Art, ja, ich lege einfach mal ein Konto an, also um deinen Fall mit deinem Sohn hättest du über der App Bank innerhalb von wenigen Minuten machen können. Die Girocard kommt dann auch irgendwie ein paar Tage, oder ein Maestro kommt dann auch ein paar Tage später. Und das ist so ein bisschen die These, dass Banking eigentlich Commodity ist, und entweder hast du sowas sehr Hippes und Cooles wie N26, oder aber du hast sowas relativ Belangloses, was du einfach nutzt, weil Banking ist, und das wissen wir einfach, da können wir uns vielleicht drüber streiten, aber nicht sonderlich sexy. Wir beschäftigen uns nicht gerne mit dem Thema Geld, wir geben gerne Geld aus, aber es ist halt ein reines Commodity-Produkt. Ja. Und der Grund, warum viele Kunden in der Vergangenheit nicht gewechselt sind, lag schlicht und ergreifend, weil es kompliziert war. Aber jetzt, wo wir Themen haben wie Kontowechselservice, ist auch der Umzug zu einem neuen Konto auch kein Showstopper oder Killer-Kriterium mehr. Und das ist so die These, dass sich das unter Umständen in so eine Richtung entwickelt. Und dann kommen natürlich noch Entwicklungen, die hier getrieben sind durch die PSD2, Access to Account, ich will das nicht überstrapazieren, dass unter Umständen wie irgendwann unser Kontostand auf den großen Plattformen sehen. Ja? Ich kaufe bei Amazon ein und sehe direkt meinen Kontostand und den Hinweis, ob ich mir das leisten kann oder nicht. Also das ist, glaube ich, auch tatsächlich das Spannende an der Entwicklung, dass man schon auch sehr ähnlich auch mit der Telekommunikationsunternehmen das sieht. Also sitze neben jemand von O2, muss ich also vorsichtig sein, aber oder der Telekom bin. Früher gab es dann auch preisliche Unterschiede, dass es irgendwie teurer war, wenn ich einen Freund anrufen wollte, der nicht beim gleichen Provider war. Heute ist das ja alles vereinheitlicht, also es ist eigentlich, wie gesagt, relativ egal. Und da geht es eigentlich im Banking in meinen Augen auch hin, dass wo ich mein Girokonto habe, ist zunehmend irrelevant.
eben weil diese Value-Added-Services in Anführungsstrichen eigentlich gar nicht da sind und ich das auch mittlerweile merke, dass eben diese Beratung keine Beratung ist, sondern eigentlich ein Verkauf ist. Sprich, der Zugang zu meinem Konto, also das Konto ist wichtig, ne, das ist die Basis im Grunde, das Zuhause von dem Geld, aber wie ich da hinkomme, die Wege dahin, die werden sehr mannigfaltig sein in unserer Erwartung, wie sich die nächsten Jahre entwickeln werden. Und da wird die Bank gegebenenfalls halt nur eine zurückgenommene Rolle spielen, weil es eben andere Service Provider geben wird oder vielleicht auch von den Big Four, die anfangen, Dienstleistungen in diesem Bereich anzubieten, die halt eben dann auf das Konto einfach nur zugreifen, weil sie sagen, Konto führen, ganzen Regulatorik will ich nicht. Ich will eigentlich nur jemanden die Möglichkeit geben, sehr einfach mit seinem Geld umzugehen. Ich will vielleicht auch ein paar Daten von dem haben, wenn man jetzt an Google und Apple und Co. halt denkt, die da, oder auch Amazon, für die das natürlich alles sehr, sehr spannend ist. Aber das Konto selber möchte ich nicht zwingend führen. Und das ist auch ein Stück weit der Ansatz, den wir natürlich auch gefahren sind. Wir haben uns auch gefragt, wollen wir vielleicht selber in Richtung Bank mal gehen, ein eigenes Konto aufmachen. N26 ist 2015 gestartet. Damals hatten wir uns auch mit diesem Thema auseinandergesetzt, haben dann aber für uns entschieden, dass es eben eigentlich gar nicht so sinnvoll ist, ein eigenes Konto zu machen. Gibt Motivationen, wo das schon sinnvoll sein kann, aber jetzt aus unserer Perspektive, wir wollen eine Peer-to-Peer-Lösung anbieten, wir wollen Zahlungsverkehr vereinfachen. Brauche ich dafür wirklich ein Girokonto? Nein, brauche ich nicht, ich brauche nur einen guten Zugang. Und da ist genau das Thema PSD2 und die ganzen Themen Access to Account, werden dann natürlich nochmal die Welt ganz, ganz anders shapen und werden da sehr viel Einfluss drauf nehmen. Fernando, jetzt haben wir ja schon viel gehört, dass Banking irgendwie unsexy ist und kompliziert und reguliert und so weiter. Was war für euch denn überhaupt die Motivation, in diesen Sektor mitzumischen? Wir sind eine Telekoms-Firma. Wir sind Mobilanbieter. Ja? Wir haben gedacht, dass wir könnten zusammen mit Fidor Banking einfacher machen. So, niemand steht auf dem Morgen und dann sagt, oh, I'm gonna go and open a bank account. Yeah? Nobody does this. Yeah? But we thought we could make banking easier. I agree with you. It should not matter if it is O2 or Vodafone, etc., but it does. You need to very simple. And we tried that from the very beginning. So you need to be able to pay, you need to be able to get a credit, you need to be able to invest. This is the triangle. And if you make it as simple as possible, and if you try to be invisible, if possible, invisible, yeah, you let things happen without complexity, then this is what matters. So this is the nature of what we started, what we try to do from the beginning, simplicity. Ich verstehe total den Hintergrund, warum ein MNO oder ein Mobilfunkprovider in den Bereich gegangen ist. Ne? Mobilfunkprovider suchen ja schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, Mehrwertdienste, ne? Weil das, was du gesagt hast, ich glaube, der Marktanteil ist bei allen gleich, 40 Millionen Kunden hat Telefonica, ich glaube, Vodafone hat auch ungefähr, die Telekom auch, ist also, der Markt ist aufgeteilt, die Netzqualität ist die gleiche, du wirst vielleicht sagen, Telefonica ist besser, aber ich glaube, da tut sich nicht mehr allzu viel. Die Preise sind sehr ähnlich und ich verstehe das total. Auf der anderen Seite verstehe ich wiederum nicht, ich habe letztes Jahr im Mai, haben wir hier oben, glaube ich, gesessen, war Pressekonferenz, großer Launch zum Thema O2-Banking und seitdem hat sich wenig getan. Auf eurer Webseite findet man das im persönlichen Bereich unter Zusatzdienste ganz unten neben der Handyversicherung, also scheint das ja jetzt auch nicht so ein heißes Thema zu sein. Ihr habt nicht eure 40 Millionen Kunden angeschrieben, habt gesagt, hey, macht doch mit. Und ihr habt ja auch den KYC-Prozess. Ja. Das Onboarding müsste ja theoretisch, ich bin jetzt kein O2-Kunde, ich weiß jetzt nicht, wie das Onboarding bei O2-Kunden aussieht, aber ich glaube, auch da muss ich den kompletten Prozess wieder durchlaufen. Und das verstehe ich nicht, warum ihr es dann so stiefmütterlich behandelt. Das Letzte kann ich gleich beantworten, das Letzte ist Regulatorik. Ja. Also insofern... Aber wenn der KYC-Prozess auch einfach durchlaufen ist... Also er ist ja, wenn du bei einem Kunde bist, dann nein, hast du. Nein, dann müsst das ist Regulatorik. Ja. Also das können wir gleich abpacken und wegkapseln. Ja, also beantworte die andere Frage aber noch nicht. Also ich sage das Letzte aber jetzt damit. Ich muss nachher noch unbedingt was zum Sexiness von Banking sagen. Also, aber bitte. Lass mich auf Englisch antworten.
banking is a long distance race. Yeah, so we have done things in the past and in the present. I mean, you take the example of our partnership with Sky, where you make a big television campaign, you really make a big shout, and then we really say, guys, now you can watch Bundesliga, Champions League with Telefonica. The approach we have with banking and the marriage that we did with Findor is a bit of a, this is nothing that from one day to the next one, like you can do with a partnership on video and music and so on, that you can really explore. So in short, I see your skepticism face and I understand, but the approach we had is, this is a step-by-step long-distance race. We have quite good numbers that I cannot share. We have really good customers, we have really good inflows, and you will see persistently how we are going into the market, rather than, you know, it's like bluff all of a sudden TV and step-by-step winning customers. Ich habe etwas sehr Ähnliches gehört vor, ich glaube, 4 Jahren, da ging es um das Thema M-Pass und Mobile Payment. Oh. Und deswegen, deswegen hatte ich das skeptische Gesicht. Ja, yeah. Aber jetzt sind ja mehr dabei. Yeah. Ah, okay. And ihr macht das jetzt sexy. Du wolltest was dazu sagen? Ja, ich komme gleich dazu. An M-Pass we tried, and it tried that curve, like we just saw a lot of more efforts and so on, different approach, step by step, carefully looking at the numbers, carefully listening to the customers, trying things, what works, we keep on trying, step by step. Das Thema, was mir nochmal unbedingt wichtig ist, ist, also weil das hat sich jetzt hier so als gängige These festgesetzt, so nach dem Motto, wir sind uns einig, Banking ist nicht sexy. Ja? Fully disagree, muss ich mal so sagen. Look at us. Yeah, yeah. See, look at us. Sexy. Actually, I would definitely say so. Fully disagree, also vollkommener Widerspruch. Sagen wir mal so, das Banking, das wir heute sehen, ist das Ergebnis der 60, 70 Jahre Nachkriegsbanking und es wurde unsexy gemacht. Okay? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt ja nicht nur, weil die bisherigen Player das Banking unsexy und unattraktiv und Kunden ausschließend statt kundenintegrativ beispielsweise gemacht haben. Es heißt ja nicht, dass wir zum Beispiel von den ein oder anderen Bankenkrisen sprechend, dass das per se für die Industrie spricht, dass per se Banking nicht sexy ist. Das müssen wir dringendst unterscheiden. Es ist halt so gegenwärtig ausgelebt. Es ist halt so, dass gegenwärtig die Filiale mit Flipcharts bestückt und mit unattraktiven Automaten und Lamellenvorhängen bestückt das Nonplusultra des deutschen Bankings darstellt. Das heißt ja nicht, dass man es nicht besser machen kann. Also ich wehre mich explizit dagegen zu sagen, dass Banking unsexy ist, weil man damit verwechselt, so wie es ausgelebt wird, ist es unattraktiv, fair enough. Aber auf der anderen Seite, das heißt ja nicht, dass man es nicht besser machen kann. Ja? Also das sind zweierlei Dinge. Vielleicht unsexy übersetzt in ist Commodity. Also Banking, ja, ist... auch da bin ich... auch da. Aber die Frage ist ja, wenn du sagst Banking, du sagst es ja selbst, das zeigt ja auch, dass es momentan nicht besser gemacht wird. Und du bist ja an der Quelle und deswegen, ja, ist ja und die Frage... Und ich glaube auch, dass man es aber besser machen kann. Naja, schau dir an, 2009 seid ihr in den Start gegangen, habt seitdem 160.000, 170.000 legitimierte Kunden. N26 hat in 2 oder 3 Jahren das Doppelte geschafft. Da muss man ja schon die Frage stellen, warum macht ihr es denn? Also wo ist der Unterschied? Also da gibt es ja augenscheinlich einen Unterschied in der Customer Base. Also meine Zahlen kenne ich, die anderen Zahlen lese ich nur. Okay, ich habe auf der Webseite, auf dem Geschäftsbericht. Also ja, ich sage ja, meine Zahlen kenne ich, das weiß ich. Also was ich damit sagen will, meine Zahlen, ich kann meine Kunden selber zählen, alles andere kann ich nicht zählen, das nehme ich jetzt einmal so hin. Ach so, meinst du? Das meine ich, ja, genau. Also da wird, also in unserer Industrie, Fintech allgemein und Internet und so weiter und so fort, und sobald irgendeine Investorenrunde vor der Tür steht, multiplizieren sich auf einmal die Zahlen hier auf wundersame Art und Weise. Das finde ich mal ganz begeisternd. Also in Summe, ja, davon nehmen wir ja Abstand. Das ist ja auch, was der Fernando gesagt hat, dass wir im Endeffekt jetzt nicht zu den Marktschreiern gehören, die jetzt hier großartig irgendwelche Werbetrommeln rühren müssen. Das haben wir schlicht an der Ecke auch überhaupt nicht nötig. Ja. Der wesentliche Fokus, den die FIDO für sich betreibt, ist ja nicht nur das Bankgeschäft auf der einen Seite, sondern eben auch das Technologiegeschäft. Ohne dieses Technologiegeschäft würden wir heute hier nicht zusammensitzen. Ein wesentliches Strategiemerkmal, das uns von vielen oder eigentlich fast allen Häusern unterscheidet, ist, dass wir ja nicht nur die Infrastruktur für uns selber geschaffen haben, sondern die Infrastruktur ja auch international ausrollen oder auch eben im Rahmen einer Shared Infrastructure
Banking as a Service sozusagen im Ansatz für andere Partner nutzen und mit diesen Partnern ja, denke ich, in eine definitiv wachstumsstarke Zukunft reingehen werden. Das jetzt an irgendwelchen reinen Zahlen abzumessen, ich meine, ich könnte jetzt auch mal rangehen und dann sagen, okay, wer hat denn welche Revenues, wer hat welches Net Banking Income und so weiter und so fort. Naja, gut, aber fair enough, ja. Ich kann mir ja nicht nur die Zahl raussuchen, die mir gefällt, ja, sondern ich muss ja, wenn, dann im Endeffekt auch alle Zahlen raussuchen. Da kommen wir dann sicherlich auch auf ein differenziertes Bild. Das ist das eine. Das andere ist, man muss ja auch mal sehen, was erreicht man mit welchem Geld. Und da würde ich mich dann gerne auch nochmal mit der etablierten Branche vergleichen. Wir haben in den ersten 6 Jahren im Durchschnitt ungefähr ein durchschnittliches Eigenkapital von 20 Millionen Euro gehabt. Ja. Da, für dieses Geld arbeitet der durchschnittliche Berater bei einer klassischen Bank nicht einmal ein halbes Jahr. Und da ist am Ende des Tages noch gar nichts rausgekommen. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, was wir in Summe damit erreicht haben, ist es schon, dass wir in der Transformation der Industrie reingehen, dass im Endeffekt die etablierte Welt auf einmal wie der Hase auf die Schlange starrt und sagt, was passiert denn da? Wobei wir in reinen Mengengrößen ja eigentlich der Michael Ensche Scheinriese sind. Ja, je näher man hinkommt, desto kleiner ist man. Aber nichtsdestotrotz, jeder auf einmal realisiert, es geht was. Ja, und dann war das natürlich mit O2 für uns der perfekte Schritt, eben zu sagen, man kann Banking da definitiv in eine neue Kategorie heben. Und Fernando hat das Beispiel gebracht, mit Daten verschicken, statt Nullzins Daten als Aktivitätsbonus zu bekommen. Und wir kennen ja die Nutzerzahlen und wir kennen ja auch die Nutzungen der einzelnen Produkte, und das werden wir jetzt hier aber nicht ausbreiten, aber wir wissen, breiter Brust sagen zu können, dass das definitiv aufgegriffen wird und definitiv auch sehr positive Response findet. Also insofern, das ist klar, wir haben nicht alle Informationen geshared und werden es heute Abend auch nicht machen an der Ecke, aber wie sich das Produkt entwickelt, bin ich komplett dabei. Meine alte Regel ist ja auch die, je mehr Werbung jemand schalten muss, desto schlechter ist ja auch das Produkt. Ja, also man kann sie auch so rum einmal sehen. Je mehr Bandenfläche ich brauche, um einen Kunden von meinem mediokren Ansatz zu überzeugen, desto schwächer ist eigentlich meine Positionierung. Und insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass wir sowohl als FIDO als auch jetzt in dem Bereich, wo wir uns ja in der Anfangsphase für O2 Banking bewegen, ohne großes Marktgeschrei sehr, sehr gut gefahren sind. Also das Budget, was ausgegeben wird, das ist definitiv, glaube ich, was man sich anschauen muss, weil klar kann man jetzt sagen, Number 26 hat auch sehr viele Kunden schon gewonnen. Eine DKB macht, glaube ich, 25.000 oder 30.000 neue Kunden im Monat, aber geben natürlich auch nochmal ein ganz anderes Geld. 100 Millionen. Ja, 100 Millionen. Genau, und dann ist auch klar, dass da was passiert. Ja, wäre auch traurig, wenn nicht. Aber, ja, wenn noch schlimmer. Ja, genau. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass dann irgendwie letztes Jahr, was glaube ich, wo die Comdirect meine 200 oder 250 Euro gezahlt hat, wenn man sein Konto dahin wechselt, wenn ich umgekehrt 8 Minuten später, nachdem ich die Prämie habe, im Grunde zur nächsten Bank, die mir 100 Euro zahlt, halt wechseln kann, dann ist das natürlich irgendwie auch A, ein bisschen einfallslos und betens zeigt es auch nur, wie wenig differenziert es dann ein Stück weit ist. Ich glaube aber, die Schwierigkeit ist tatsächlich, diese Differenzierung als Bank überhaupt herauszuarbeiten. Euer Ansatz ist stark jetzt hier auch über diese Daten und die Verquickung. Ich glaube auch, dass da zukünftig noch deutlich mehr Vernetzungsmöglichkeiten zwischen diesen verschiedenen Diensten ist. Also von daher kann ich das durchaus auch nachvollziehen. Aber ich bin ein Stück weit auch bei Mike, dass es, weil wenn wir selbst die sogenannten innovativen Banken uns halt anschauen, also nehmen wir einen N26, und ich weiß nicht, ob jemand da ist von N26, sonst muss ich mich mehr zurückhalten, aber das ist für mich ein super gemachtes Produkt, also optisch alles einwandfrei, aber es ist auf gut Deutsch ein Girokonto, ein ganz einfaches, simples Girokonto mit einem Dispo-Kredit und einer Karte. Super exekutiert, alles fein, aber ist das jetzt wirklich die Innovation, die wir uns alle erwarten, die vielleicht der Kunde noch nicht unbedingt erwartet, aber die ich mir zum Beispiel echt wünschen würde? Und Bank aus den Niederlanden geht da tatsächlich, finde ich, schon in einigen Punkten spannende Schritte weiter. Finde ich persönlich eben deutlich interessanter in der Richtung, aber ich glaube halt, dass bei anderen eben auch noch viel mehr Mut einfach an Ausprobieren, Kundenfeedback und nicht nur das alte, also alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen, finde ich persönlich halt nicht so richtig spannend. So, about trying things and about what matters, is it numbers, is it, I have 200,000 customers, whatever. For us, I think it matters customers that use the bank that you have shaped up, use it, healthy usage, meaning that you can see money coming in, money coming out. And that you see the customers that do not leave the bank and use it regularly. Yeah. So we have this structure of
I don't know if this is innovative or not, but we have somehow copied a kind of loyalty program structure with gold, silver, and bronze, just to promote usage, because at the end of the day, for O2, it's about keeping customers with O2, with Telefónica, and that we offer a service on the side that helps them, yeah? And not only that we incentivize things, but we do step-by-step things, yeah? So to give you an example of how we're trying things, I can tell today, in this structure of bronze, silver, gold, silver, bronze, this is that we're going to adopt this pricing in the next weeks, Mark, and we will stop charging zero for also for our bronze customers. That, so again, that comes to the point where we are trying things step by step. We believe that in activity you needed to charge to make sure that we take this away right now. Yeah. Are you looking also for customers out of O2, or are you just focused? Yes. So we have some healthy number. I cannot disclose. Yeah. But it's interesting, and actually, if you go to the forums, there's actually people that are truly not O2, no Telefónica customers, and are using the O2 bank, and actually are saying very nice things about, I think we have a few quotes out there. Yeah. Na, wir haben nur gerade jemand draußen joggen sehen. Wir haben uns gedacht, das ist die Kollegin von der Commerzbank. Mike, nochmal zu deiner Bewertung zurückzukommen von O2 Banking. Damals beim Launch hattest du ja geschrieben, das ist irgendwie zwar ein nettes Angebot, aber ob es jemand braucht, ist die Frage. Siehst du das heute immer noch so oder siehst du es positiver? Du hast ja meinen Gesichtsausdruck eben schon gesehen. In der Tat bin ich skeptisch. Ich kenne die Zahlen nicht und wir wollen hier auch keine Zahlen hoch und runter spielen. Aber wenn man sich das reine Produkt mal anschaut, ohne es jetzt zu sehr abwerten zu wollen, aber was haben wir? Wir haben ein mobiles Banking-Produkt, zweifelsohne, mit einem kompletten KYC-Prozess, der innerhalb der App läuft. Wir haben den Geldnotruf mit den 100 Euro und wir haben natürlich das Datenvolumen. Ja? Und in Zeiten, wo Vodafone und Telekom im Prinzip ja fast schon die Netzneutralität aufheben, indem sie Streaming eben nicht abrechnen oder Vodafone die einen Datenboost nach dem anderen raushauen, ist natürlich so eine Währung in Form von Daten, fühlt sich ein kleines bisschen wenig an, hat sich letztes Jahr schon wenig angefühlt und fühlt sich jetzt, wo wir große Datenvolumina haben, und eigentlich noch weniger an als wirkliches innovatives Feature. Und wenn ich dann anschaue, wie andere Mobile Banking Apps funktionieren, es gibt immer noch solche Sachen aus der alten Welt, wie die SMS-TAN, ja, wo ich mir die Frage stelle, warum brauche ich sowas eigentlich noch? Also was macht das O2-Banking jetzt innovativer? Und jetzt wie sieht denn ein richtig geiles Konto aus? Darum geht es gar nicht. Doch, also, das wird mir jetzt im Moment... Ich finde SMS-TAN super übrigens. Besser als diese blöden Push-TAN-Sachen, wo ich mich zweimal... Und hat gezeigt, dass sie gar keine TAN mehr brauchen. Ja, also das ist ja genau der Punkt. Ja, aber Katastrophe. Also Katastrophe, nochmal, Freunde der Nacht, wir müssen ja nochmal drüber reden. Und wir wälzen einfach das Thema auf den Kunden ab. Und sie haben gezeigt, und wir werden das auch, und Jomo wird übrigens den gleichen Weg gehen, auch da wird es keine SMS dann geben, dass man eben auch anders damit agieren kann. Und es geht gar nicht darum zu sagen, jetzt irgendwie Fintech N26, das ist so das goldene Kalb, auch die müssen übrigens beweisen, wie sie immer mal Geld verdienen wollen. Ja, keine Ahnung. Ich will es nicht anmerken, so heißt, ich würde rummeckeln. Nein, deswegen, also ich bin da durchaus auch kritisch, aber die Frage, die man trotzdem stellen muss, ist, was ist denn jetzt die Innovation? Und da fehlt mir so ein bisschen der Grip einfach dran. But maybe the point is, I mean, because what is innovation? Yeah, and this becomes a very complex conversation. New. Yeah. Even in this conversation, the danger is that we forget the customers. Mm-hmm. Yeah. Do customers need an app, a banking app, with 2,500 things? I don't know. We try to simplify, we try to do a couple of things, we try to do these couple of things well, yeah, and then grow step by step. Again, stuffing a bank, a filiale with 25 million different apps and sort of sub-functions, it's about simplicity, it's about what it does it well, it works, and again, sorry, like a broken record, you can pay, you can get a credit. Advantages others do not.
and I truly believe that we do deliberate advantages. Der Deutsch. Ja, so, ja. Ja, und ich glaube, dass wir definitiv auch Vorteile liefern, ja. Auch materielle Vorteile liefern, die andere nicht bringen. Mhm. So. Also insofern, ich lasse mal das jetzt hier nicht so einfach vom Tisch nehmen. Ja. Ja. Ausnahmen, wie soll ich sagen? Wahrscheinlich die Frage ist, warum kann man nur 200 Euro Kredite nehmen? Ja? Also dieser Geldnotruf, ja? We're working on that, of course. You need to, but these things that you do, again, pay, get a credit, invest. Du kannst natürlich nur das bewerten, was gerade aktuell da ist. Und der Stand verglichen mit letztem Jahr hat sich jetzt nicht maßgeblich geändert. Das ist insofern schade. Was ist da Neues dazugekommen? Eure Smartcard, die ihr beispielsweise euren Filokunden anbietet, vermisst man heute beim Autobanking immer noch. Und das ist in der Tat ein innovatives Produkt. Ja, warum ist es nicht da? Also da muss man sich ja schon die Frage stellen. Oder das Thema Seamless. Ja, wir haben bei Autobanking tatsächlich nur eine App. Also ich habe kein Webinterface, wo ich mich einloggen kann. Ich habe keine iPad-App und ich bin eben nicht nur... Wir sagen immer, der Kunde ist mobil, der Kunde ist digital und das ist halt ein Unterschied. Wait, how many weeks are we launching the web interface? Soon. Weeks. Yeah? Wie gesagt, ich kann nur das bewerten, was gerade da ist. But again, ich glaube, für O2 geht das Spiel ja schon auf, wenn man eine höhere Loyalität zum Provider halt durch das Bankkonto erreicht, dann wird sich das vielleicht sogar schon rechnen, weil auch bei Providern ist die Akquisition von Kunden halt sehr teuer. Und wenn dann das Bankprodukt halt im Endeffekt mehr oder weniger kostendeckend ist, dann ist das ja auch schon fein. Aber da ist natürlich ein Jahr vielleicht auch ein bisschen wenig, um das nochmal betrachten zu können. Aber grundsätzlich will ich auch die These gerade nochmal wiederholen. Ich denke, dass wir im Moment bei vielen Dingen eben im Moment wirklich noch zu viel alten Wein in neuen Schläuchen halt haben, was teilweise auch Regulatorik ist, was teilweise auch, glaube ich, am Kunden in Anführungsstrichen liegt. Also das ist natürlich, der sucht sich das, was er kennt. Wir sind in Deutschland sicherlich jetzt auch nicht unbedingt die Bevölkerung, die sehr, sehr offen und für neue Sachen ist und als erstes was ausprobiert. Und wenn es dann auch noch ums Thema Geld ist, dann hat er es recht. Und da ist es natürlich auch sehr schwierig, halt eben sehr progressiv zu sein, ohne gleich auch das Risiko zu haben, dass man scheitert mit dem Thema. Und ich kann es zum Beispiel aus unserer Warte sagen, ich habe es vorhin erzählt, wir sind vor gut 4 Jahren gegründet worden, mit dem Thema Geld unter Freunden halt hin und her zu senden, sehr, sehr einfach das zu machen innerhalb von wenigen Sekunden. Ich weiß noch, wie ich damals bei einer Veranstaltung stand und ein Banker neben mir war und meinte, mit dem Handy Geld an Freunde sich leihen und so, das hat aber auch irgendwie ein Geschmäckle. Also dass da wirklich so eine Aversion quasi da war, im Grunde solche Dinge mobil zu machen und noch kürzlich eine Studie auch gab, wo auch hieß, Mobile Banking ist Tod und Teufel und ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt, was die Sicherheit angeht und das einzig Sichere ist wirklich in die Filiale zu gehen und seinen Überweisungsträger einzuschmeißen. Und ich meine, ich habe selber in der Filiale gestanden, ich habe einen Bankkaufmann gelernt, ich weiß, wie einfach es auch eben ist, so einen Überweisungsträger mal selber zu fälschen, wenn man es machen wollte. Also ich habe es natürlich nie getan, aber wir haben tatsächlich Fälle in der Filiale gehabt. Darüber redet aber irgendwie keiner. Aber jeder hat eben Angst, wenn er irgendwie eine Mobile Banking benutzt, dass dann halt sein Geld quasi morgen irgendwie auf der Straße liegt oder weg ist. Und ich glaube, das sind Dinge, an denen man auch noch sehr, sehr stark arbeiten muss, gar nicht so sehr auch im Innovationsbereich, sondern wirklich an Aufklärung auch der Endkonsumenten, was Sicherheit angeht und was die Mehrwerte besser zu verkaufen, die halt teilweise auch da sind. Ich möchte aber schon nochmal auf den Punkt zurückkommen. Was wäre denn, dann lasst uns das doch komplett zukunftsoffen diskutieren oder auch ergebnisoffen diskutieren, was wäre denn ein wirklich innovatives Konto, dem die Runde hier dann auch, sagen wir mal, guten Gewissens zustimmen könnte und sagen könnte, boah, aber das ist jetzt mal richtig innovativ. Die Frage ist auch gar nicht, ob die Runde dem zustimmt, sondern ob der Kunde muss zustimmen. Genau, der Kunde am Ende des Tages zustimmt. Innovation hat in der Begriffsdefinition die Akzeptanz des Kunden. Ja, genau. Also. Und am Ende des Tages glaube ich, dass es ganz stark an dem Thema Kontext, Banking wird Kontext basieren, das heißt, wir werden Banking, und das haben wir ja auch schon mal eben angedeutet, in Zukunft vielleicht, oder ich glaube da stark dran, auf den Plattformen sehen, ja, sonst würden sich Facebook und Google nicht um Banklizenzen kümmern und du weißt, dass die seit letztem Jahr genau das haben und das Thema auch weiter vorantreiben. Wir wissen von Amazon, dass sie daran interessiert sind, Capital One in den USA zu übernehmen, ja, also das Thema Banking oder überhaupt Zahlungsverkehr hat für diese Plattform, weil es ein Ökosystem letztendlich ist. Von der Seite glaube ich da sehr stark dran. Und dann ist natürlich die Frage so ein bisschen, was ist denn, wenn morgen Google beispielsweise ein Konto anbietet? Ich habe keine Ahnung, wie es dann aussieht, aber ich bin mir sicher, und wenn man sich die Produkte der GAFAs anschaut, also der großen 4 bzw. 5
dann muss man einfach sagen, dass sie eher in der Lage sind, den digitalisierten Kunden zu verstehen und die Bedürfnisse zu befriedigen, als viele, viele andere. Ich glaube, also ich habe auch schon häufig darüber nachgedacht und ich glaube mittlerweile gar nicht unbedingt, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen, aber dass sie selber ein Konto anbieten wollen. Weil wie gesagt, das Konto anbieten ist eigentlich ziemlich, genau, ist eigentlich ziemlich lästig, sondern viel mehr ist es doch eben das Layer on top zu bilden, genau, was halt dann den besseren Zugang bietet. Und ob ich dann bei der Sparkasse bin, bei der Volksbank bin oder sonst wo. Wie sie es bei Payment ja auch gemacht haben letztendlich. Android Pay, Apple Pay ist ja auch kein... Ja, oder auch die ganzen Zugänge, wie gesagt, ob ich jetzt über Vodafone, doch völlig egal, ich gehe auf Google, ne, und, ja, und mache da meine Sachen. Ich gehe auf Facebook und mache da meine Sachen. Und so erwarte ich das eigentlich auch. Genau, dann bist du genau bei dem Punkt, den ich sage. Das heißt, die Banken laufen Gefahr, dass sie halt als Abwickler in den Hintergrund verschwinden. Es wird in 100 Jahren noch eine Deutsche Bank geben. Die Frage ist halt immer nur, welche Rolle werden sie dann spielen? Oder eine Sparkasse oder wie auch immer. Und wer liefert letztendlich die Kundenschnittstelle? Und die Kundenschnittstelle, und da glaube ich sehr stark dran, da kann man sich trefflich drüber streiten, wird kontextbasiert sein und wird eben von solchen Playern dann bedient. Ja. Also von kleinen Nischenplayern wie zum kontextbezogen, also je nachdem, welcher Situation. Also contextual kaufe ich sofort, ist definitiv auch unser Mantra, ganz klar. Ob es jetzt die vier nur sind oder auch nicht, daran hätte ich jetzt meinen Zweifel. Mir wird ja in diesen Diskussionen viel zu viel immer nur Google genannt, als wäre das der, sozusagen der einzige Pol dieser Erde, Aufhebung der kompletten Bipolarität. Aber also okay, kontextuell, darauf würde es reduzieren, gekauft. Also es gibt natürlich, also mir würden auch noch... Whatever it means, übrigens, sollte man mal in die Runde fragen, hat jeder Ahnung, was wir mit kontextuell meinen, womöglich meinen wir auch alle was Unterschiedliches. Wir meinen nicht das Kontextmenü, wenn ich mit der rechten Maus das sehe. But, I mean, forget the customer. Is the answer into the future to build a cognitive layer that all of a sudden comes to you in the weekends and say, oh, we know you're going to have a child, you maybe need a mortgage because you might need to move to another house, etc. So you start having all these kind of contextual and all these very sophisticated data analysis of what that household needs in terms of banking needs and so on, to the point of becoming spooky and so on. I mean, is that the future of the so-called invisible bank, that with kind of these kind of tips come in the background, or we see how much saldo you have in the conto, and then we see that you have 30,000, and then we can put this money into better action? Question marks. And how much is our customers able to digest into the future of this kind of pervasive cognitive big data assessment in the background that helps you manage your... Ich glaube, du musst gar nicht so sehr in die Zukunft gehen. Schau, was, ich weiß nicht, wann war es, vor 2 Monaten, was Bank of America mit Erika vorgestellt hat. Das geht ja schon in die Zukunft. Also Bank of America finde ich da auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, glaube ich, können wir alle sagen, die Bank der Zukunft muss data-centric sein. Ja, natürlich. Ja? Also und das ist das A und O, und da kann man, und dann wäre man, ich bin auch komplett dabei übrigens, dass die Banken, die jetzt die digitale Entwicklung an der Kundenfront technologische Geisel sind ihres Backoffices oder ihrer eigenen Kultur, vollkommen egal, werden sich in Zukunft zunehmend mit einer reinen Backoffice-Abwicklung, wenn überhaupt, begnügen müssen, weil ich brauche keine 400 oder wie viel auch immer oder 1000 Backoffice-Banken, sondern ehrlich gesagt reichen eine Handvoll. Also insofern wird die Abgabe des Kundenkontakts definitiv stattfinden. Wir haben auch in der Vergangenheit, wurde ja immer wieder gesagt, ja, jetzt wird beim Discount, vor 20 Jahren wurde ein Discount Brokerage angegriffen, dann wurde im Hypotheken Interhyp und sowas wurde dann einmal angegriffen an der Ecke, aber man hat immer gesagt, ja, aber im Girokontobereich wird es nie stattfinden. Bums, dann kam's. Okay? Mhm. Und der Girokontobereich und auch der ganze Geldtransaktionsbereich ist ja im Endeffekt dann letzten Endes der Last Man Standing, beziehungsweise der Geldautomat ist der Last Man Standing der bestehenden Bankhäuser, und das sieht man ja dann auch schon, wie zum Teil vor allen Dingen im öffentlichen und im Bereich dann da abgegriffen wird pro Transaktion bis zu 10 Euro etc. So viel zum Thema Beratungsqualität dann an der Ecke, wenn ich meinen Hauptdeckungsbeitrag am Geldautomaten mache. Also ich glaube, das sind so alles Rückzugsgefechte, die wir da so sehen werden. Die Zukunft ist definitiv, wer die Daten am besten lesen kann und dann zu dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde unabhängig von Zeit und Ort ausliefern kann, dann sind wir im Spiel. Ja, und das ist definitiv etwas, was super wichtig ist. Werden das die Banken sagen? Er lehnt ab. Können wir mal
Wir sind ja auch offen für externe Einrufe. Wer hat ich sehe nur halb was zu sagen. Ich habe einmal ein Kopfschütteln gesehen. Ich habe ein Kopfschütteln gesehen. Endlich haben wir es rausprovoziert. Unbedingt. Ins Wasser, okay. Wasser ins Öl eigentlich. Ja. Mobile Bezahlung nach wie vor nicht besonders weit gekommen. Also wir haben 18 Jahre oder was immer gebraucht und sind bei weitem nicht da, wo man eigentlich sein könnte. Das heißt, die ganzen Lobhymnen darauf, wie die Zukunft aussieht, da warte ich mal ab, da bin ich sehr gespannt. Ja, aber Lobeshymne war es ja keine. Das war jetzt meine Arbeitsthese, was wir glauben, wo es hingehen kann. Ja, zweiter Punkt, den ich gerne machen würde, ist, die Banken sterben nicht daran, dass die Inconvenience für den Kunden da ist, auch wenn das sicher richtig ist. Mhm. Ja? Die Banken sterben daran, dass das bisherige Geschäftsmodell tot ist, solange die EZB die Zinsen auf 0% ja, da ist ein ganz großer Teil, weil die Banken haben das Problem, dass sie ihre Kostenstruktur nicht mehr supporten können. Die haben sie nicht schnell genug adaptieren. Die ganzen Filialen werden abgebaut, weil sie Kostenstruktur nicht tragen können. Ja, aber können das ist halt der Niedrigzinsphase. Weil das alte Businessmodell nicht mehr trägt. Ja, aber das hieße ja, dass die Filialen erst abgebaut werden, seitdem man niedrige Zinsen haben, und das stimmt ja nicht. Ja gut, ich sag mal, das kann man sehr gut sehen, wie sich das beschleunigt hat seitdem, weil die Kostenstruktur in der Tat... Fair enough, es war nicht hilfreich. Aber es war definitiv nicht der einzige Sargnagel. Trotzdem sind 67% aller Leute wollen eigentlich ihr Personal Finance Banking nach wie vor über ihre sogenannte Hausbank haben, die Vertrauensbank. Das heißt, die Banken sind keineswegs am Ende in ihrem Modell. Ich gebe zwar... Das ist wie McDonald's. Ehrlich gesagt, das war wie McDonald's am Anfang. Die haben Besucherrekorde gefeiert und keiner war dort. Bei dem Thema ist es genau andersrum. Die einzelnen Studien der Banken sagen immer, wie wichtig die Filiale ist. Egal mit wem ich spreche, komplett unrepräsentativ. Ich kenne keinen, der da hingeht. Ja. Nochmal, mir fällt es schwer, dagegen zu sprechen, weil ich bin eher Ihrer Meinung. Auf der anderen Seite ist tatsächlich so, 67% der Kunden sagen, dass sie das machen wollen über ihre Hausbank. Also es ist nicht so, dass die Banken, das Bankmodell endgültig tot ist an der Stelle. Der nächste Punkt ist, ich sag mal, wenn man genau hinguckt, wir haben mit M-Pass was versucht, wir haben jetzt versucht mit O2 mit Fidor, das ist alles prima, aber welches Problem wird gelöst, das bisher noch nicht gelöst war? Was ist das neue Problem, was gelöst wird? Sie sprechen davon, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Sie sagen, die Bank muss datenzentriert sein. Das, behaupte ich mal, ist jetzt nicht 100% kompatibel. Welches Problem wird eigentlich gelöst, was bisher nicht gelöst war? Wir haben ein funktionierendes Bankensystem, das letztlich eigentlich alle Probleme bisher gelöst hat. Was ist jetzt so viel neu und besser? Ja, aber wenn das stimmen würde, dann wären wir heute aber auch noch beim Briefverkehr, weil das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also da ist die Post auch. Ich würde sagen, E-Mail hat da schon einen Schritt nach vorne getan und diverse andere Kommunikationswege haben das Leben sicherlich jetzt auch nicht verschlechtert. Unbestreitbar geschwindet. Das meinte ich vorhin ja auch so ein bisschen. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, ich glaube Online-Banking, 55-60% der Bevölkerung machen Online-Banking. Das ist eine Zahl, die... Damit sind wir sogar, glaube ich, in Europa gar nicht so schlecht unterwegs. Ja. Aber es ist eigentlich eine Zahl, die ich persönlich super erschreckend finde. Bei Volks- und Raiffeisenbanken liegt es oft bei 40-50%, bei Sparkassen ist es ähnlich. So, wenn ich dann aber von Online-Banking zu Mobile-Banking zum Beispiel gehe, und dann sehe ich, okay, das sind irgendwie 5% teilweise bei den Massenbanken. 5% der Kunden machen Mobile-Banking. Das ist nichts im Endeffekt. Mhm. Und wir schreiben 2017, nicht 2012. Also das ist schon irgendwo was... schon ein wichtiger Punkt irgendwo ist, also sprich, werden die Kunden überhaupt ausreichend mitgenommen und fühlen die sich halt auch entsprechend gut aufgehoben? Also, fully agree, ja. Also das wäre jetzt ein extra Abend, der ganze Einwurf, weil da ja so viel Food for Discussion jetzt gerade drin war. Wir haben natürlich im bundesdeutschen Kontext im Vergleich zum weltweiten Kontext sind wir in diesen ganzen Nutzung innovativer Technologien sind wir definitiv hinten. Ja? Das ist schon ein gesamtdeutsches Thema und jede Bank entwickelt sich auch so sehr, wie der Kunde pushy ist an der Ecke. Und ich glaube nicht, dass wir in Deutschland besonders pushy an dem innovativen Eck sind. Wir sind ja eher immer davon beseelt, dass das... Also wir akzeptieren Innovation, andersrum formuliert, wir akzeptieren Innovation immer nur im Auto. Da haben wir kein Problem, da kann es nicht innovativ genug sein, dass mein Auto auch meine Daten verrät und alles Mögliche ist und scheißegal, aber Hauptsache, wir haben das Gefühl, dass wir hier nach wie vor ohne Tempolimit unterwegs sind. Währenddessen in dem Augenblick, wo ich außerhalb des Autos Innovation bringe, komme ich mit der Gefahrendiskussion und mit der Angst und so weiter und so fort. Und selbst da kommt ja die Innovation heute auch nicht mehr aus Deutschland, bei der Automobilbranche. Ja, also. Genau. Also wenn es den Abgasskandal nicht gegeben hätte, der war ja nur innovativ. Auf jeden Fall, so.
weltweit im Kontext läuft es ja ganz anders. Also, und da haben wir ja die Chance auch, und dann kommen wir wieder auf das Kostenthema. Wir müssen uns ja mal, auch wenn es uns schwerfällt, immer wieder aus unserem deutschen Kontext rausdenken, wenn wir den weltweiten Vergleich anschauen, asiatische Länder, wenn wir afrikanische Länder anschauen, wo im Endeffekt der Hauptansatz über mobilen Zahlungsverkehr läuft. Für mich als FIDO übrigens super wichtig, weil wir auch in diese Bereiche die Infrastruktur liefern. Da können wir nur lernen und da können wir dann im Endeffekt diese Ansätze, die wir dort lernen, auch wieder in einen saturierten europäischen Markt reimportieren. Weil was sind Diskussionen, die ich beispielsweise das letzte Mal in Singapur geführt habe mit einem Chief of Retail der zweitgrößten indonesischen Bank? Helfe mir, eine Infrastruktur zu schaffen, mit der ich einen Kostenansatz von $1 pro Kunde pro Jahr habe. Okay? Und da werden wir an digitaler Technologie nicht vorbeikommen, weil das wird nicht über die Filiale laufen, die sozusagen das Institut der Filialbanken regelmäßig in Studien abfrägt. Ja? Also das wird so nicht laufen. Also wir haben auch aus der Industrielogik heraus die Notwendigkeit, uns in die Digitalisierung, das hatte ich eingangs gesagt, bezüglich der Kostensenkung reinzubegeben. Und da können wir nur in aggressiven Märkten lernen. Und das sind im Endeffekt alle diese Märkte, die außerhalb Europas da sind, maximal aggressiv unterwegs und bringen uns enorm viel bei. Also schönes building on what he just said right now. For us, it's simple. We said, look, right now, if you have an account with the usual banks, I will not mention, you need to start asking yourself, how much is going to cost me the credit card? How much is going to cost me, like? And we say, look, we make money with mobile services. Why don't we give this is an opportunity for us to say, look, open an Optu banking account. You need to worry nothing. So the credit card is going to cost you nothing. Account is going to cost you nothing. Yeah. With the help of FIDO, with this lean model and so on. Is that innovation? Maybe not. But is that helping customers to really say, look, yeah, it's simple, I don't need to worry. That's what we try to do. Sorry. No, yes. Als Beispiel auch zu dem, also das stimmt, natürlich, also stimme ich voll zu, dass man gerade im Ausland sehr, sehr viel Innovation sehen kann. Und ich habe so ein bisschen geschmunzelt, als ich glaube, es ist 2 Wochen her, dass die Deutsche Bank gesagt hat, wir sind jetzt die Ersten, die jetzt mit ihrer Banking-App es zulassen, dass man damit bezahlen kann. Die erste Deutsche Bank. Und das ist de facto richtig. Und das Traurige daran ist nur, dass ich seit einem halben Jahr mit Alipay in Deutschland bezahlen kann in vielen Stellen. Mit einem chinesischen Zahlungsdienstleister kann ich in München, in der Maximilianstraße, irgendwo bezahlen, in München im Flughafen und ich weiß nicht, an wie vielen anderen 1000 Stellen. Und das, wie gesagt, schon Monate vorher. Und dann kommt irgendwann kommen die deutschen Banken und sagen, naja, vielleicht ist es ja doch auch eine Thematik, die ganz spannend ist. Vielleicht sollten wir uns dem Thema auch nochmal annehmen. Und das zeigt, glaube ich, so ein bisschen, wie auch da die Prozesse sind. Ich komme nochmal auf den Punkt. Die Frage ist ja wirklich, da haben wir eine Meldung. Noch viel interessanter. Ja. Die Leute haben direkten Zugang zum Zentralrechner. Ich meine, überweisen das 2 Stunden aus Berlin raus. Warum soll ich jetzt noch ein Telefonbanking oder sonst was haben? Das ist doch paradox. Die Leute treibt das immer mehr in die Sparkasse, weil sie dort ihre Überweisung selber schreiben können. Tatsächlich. Aber so Mobilbanking würde mir helfen, dass ich. Nein, ich nicht. Doch, nein. Okay, Sie sind da ein anderer Kandidat. Ja. Aber ja. Nein, ich finde das Mobilbanking finde ich gerade super, dass ich nicht zur Bank laufen muss, sondern die Bank immer bei mir ist. Man weiß, dass die Deutschen in der Richtung einfach gestellt sind. Da wird sich im Moment nicht viel dran. Ah ja. Mein Sohn hat mich auch gefragt, da war er 6 Jahre alt, hat er gesagt, Papa, hat deine Bank eigentlich eine App? Auf die Frage hin hat er 2 Wochen Fernsehverbot gekriegt, ja? Weil es eine Unverschämtheit war. Natürlich haben wir eine App. Also insofern, also ich denke, nein, ich habe ihm damals schon Minecraft gesperrt dann. Also, ich wollte gerade sagen, aber kein Internetverbot, damit hättest du richtig getroffen. Wen interessiert Fernsehverbot? Wie oldschool. Wir haben hier hinten dann noch eine Frage. Hier hinten ist noch eine Frage. Bitte. Sebastian Riedl, ich würde auch noch gerne was fragen. Herr Grüner, Sie haben da relativ direkt gesagt, alles nur noch digital wird sich nicht mehr in der Filiale abspielen. Ich bin selber Filialkunde und habe 2 Online-Banking-Konten und ich möchte aber trotzdem, obwohl ich glaube ich digital sehr affin bin, nicht auf die Dienste meiner Filialbank verzichten. Und ich glaube, das wurde auch angesprochen, wenn es, sagen wir mal, Geld zum Vertrauen wird und auch vielleicht zum persönlichen Thema, dann schätze ich es immer noch, zu meinem Berater in die Bank zu gehen.
Noch ein anderer Punkt. Wir laufen, glaube ich, in eine massive Überalterung rein gesellschaftlich. Demografischer Wandel ist unbestritten. Und ich glaube, dass die Filialen allein deshalb schon ihre Berechtigung noch behalten werden, weil sie einfach für ältere Menschen immer noch eine Anlaufstelle sind in Zukunft, wo digitale Dienste halt nicht so mitmischen können. Damit unterstellst du aber, dass ältere Menschen eben nicht auch diese Dienste nutzen können. Und wir wissen sehr wohl, dass heute das Generationsüber... Das tue ich gar nicht. Ich weiß das auch aus meinem eigenen familiären Umfeld. Aber was natürlich schon so ist, und das wird ja keiner bestreiten wollen, dass sowohl die Anwendung ein sehr entscheidender Schritt ist, gerade bei älteren Leuten. Und dann hieß es ja vorhin 5% Mobile Banking. Da ist einfach gerade in Deutschland massiver Vertrauenspunkt, der dagegen spricht, dass das große Ding wird und die Filiale ist so total uninteressant. Aber dieser Mangel an Vertrauen ist ehrlich gesagt total schizophren. Und das ist das, was mich persönlich auch immer wieder so wundert, weil das Handy ist deutlich sicherer als Online-Banking. Und es ist definitiv sicherer als Bargeld. Und trotzdem ist das Mindset genau andersrum. Es wird auch immer von der sicheren Bank gesprochen. Also Entschuldigung, 2007, 2008, wie viele Milliarden sind Privatanlegern durch Banken verloren gegangen? Durch Falschberatung, durch das Reinjagen in Produkte, die einfach nicht gut waren für diese Leute, die eben aufgrund von Verkaufsdruck rausgebracht wurden. So, und wie viel Schaden ist in Deutschland wirklich schon durch Fintechs entstanden? Also ich kenne keinen Case, um ehrlich zu sein. Und trotzdem ist eben so ein Mindset da. Und das ist irgendwo, wo ich sage, da muss man, glaube ich, tatsächlich auch mal ein bisschen vielleicht in der Presse und Lobbyarbeit oder an Abenden wie diesen auch mal die Dinge halt so ansprechen, weil das ist, Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu einfach gedacht ist. Also ich glaube, es hat sehr stark mit dem Thema Convenience... Ich mag es einfach. Ja, ich auch. Mit dem Thema Convenience tatsächlich zu tun. Und wenn wir uns anschauen, jetzt gehen wir mal so 20 Jahre zurück, so die Anfänge im E-Commerce, da hat auch sich am Anfang keiner getraut, ja, online zu bestellen. Ja. Bis man festgestellt hat, irgendwie bei eBay zu bestellen und mit PayPal zu bezahlen, ist dann doch einfacher, als irgendwie in stationären Handel zu gehen. Und heute wissen wir, dass das auch nicht mehr weggeht. Ja. Also wir bestellen immer mehr, wir kaufen immer mehr online, weil es einfach einfacher ist. Und es ist auch sicher. Und das ist mittlerweile, hat sich auch so manifestiert. Und ich glaube, es liegt schlichtweg daran, weil es Lösungen gegeben hat, die uns gezeigt haben, hey, du kannst auch wirklich... bleiben wir beim Beispiel E-Commerce, einkaufen, bezahlen, und das geht wirklich leicht von der Hand. Du musst dir keine 127-stellige Kreditkartennummer eingeben, sondern es reicht deine E-Mail-Adresse und Passwort und dein PayPal-Account natürlich. Und wenn sich so etwas überträgt ins Banking, dann macht das auch der 75-jährige, 80-jährige ältere Herr und nutzt dann entsprechende Dienste. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und die Digitalisierung, und das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe, die Digitalisierung ist natürlich, sagen wir, der Customer Layer. Der UX-Layer ist ja nur ein Teil. Ja? Aber die gesamte Prozessstrecke darunter, also auch eine Filialbank kann auf einer digitalen Prozessstrecke arbeiten, nur mal nebenbei. Ja, wir müssen es zweiseitig betrachten. Ja? Ich bleibe nach wie vor dabei. Also erstens einmal, allen Studien zum Trotz werden Filialen massig abgebaut. Okay? Das ist Fakt. Wenn die Entwicklung so weitergeht, dann glaube ich, sind wir in den nächsten 10 Jahren bei nur noch der Hälfte der Filialen, die wir heute im Endeffekt haben. Wenn das alles so super sexy wäre, frage ich mich, warum wird das so gemacht? Die einzelnen Institute, vor allen Dingen mit einer stark ruralen Ausprägung, haben die größte Angst dieser Institute ist, dass sie im jeweiligen Ort der Letzte sind. Ja? Das ist die größte Panik, deswegen beschleunigt sich der Prozess auch. Warum? Der Letzte darf es nicht sein, weil es dann ein politisches Problem hast, wenn du sozusagen hier... was weiß ich, Günter Dupfing, auf einmal ziehst du auch noch die letzte Filiale ab und dann geht nämlich das los, dann ruft der Landrat auf einmal bei seinem Spätzl an, dummerweise ist das dann auch noch mit der gesamten Struktur politisch vernetzt, ja, und sagt, seid ihr wahnsinnig, jetzt habt ihr mal für meine Wähler meine letzte Sparkasse oder mal egal, also Pass pro Toto hier abgebaut, das geht nicht. Guckt es doch dann wieder anders zu machen. Also dieser Last Man Standing im Ort ist ein sehr großes Problem. Das ist aber auf der anderen Seite beschleunigend. Ich bleibe dabei, ich sehe keinen, ich wiederhole, auch für Sie, ich sehe keinen Nutzen in der Filiale. Vor allen Dingen halte ich den Vergleich Filiale und Mobil, und ich bin heute ein bisschen spät aufgewacht in der Diskussion, merke ich gerade, also halte ich den Vergleich Filiale und Mobil für komplett unzulässig. Warum? Wenn ich jetzt beispielsweise unser Fido-Banking nehme und da eine Community dazu packe, ja, kann ich denn eine Community in der Filiale überhaupt betreiben? Kann ich in der Filiale mich
um 23 Uhr mit anderen Leuten zum Thema Gold unterhalten. Wenn ich das machen würde, was gibt es da zum Kopfschütteln? Kann ich nicht. Na, kann ich, ist ja wurscht, aber so ist halt unser Konzept ausgelegt. Kann ich im Endeffekt Crowdfinance organisieren in der Filiale? Kann ich Peer-to-Peer-Lending in der Filiale organisieren? Wenn ich einen am Automaten um einen 50er anhaue, dann kommt es definitiv anders rüber. Ja? Kann ich die Berater in der Filiale bewerten? Kann ich in der Sparkasse die Berater bewerten mittlerweile? Kann ich die Produkte bewerten in der Sparkasse? Darf ich das schon oder bin ich dazu noch nicht mündig genug? Ja? Also diese ganzen Möglichkeiten, die mir ein digitaler Lebensstil ermöglicht, der millionenfach pro Tag auch akzeptiert wird, und dann kann ich natürlich sagen, will ich alles gar nicht, ist ja in Ordnung. Wir haben auch nie den Anspruch, dass wir ein Bankkonzept für alle Deutsche machen. Ja? Aber für diejenigen, die im Endeffekt sagen, den lieben Stil, den ich im digitalen Umfeld auf eBay, auf Amazon und so weiter und so fort heute in meiner Produktwelt pflege, den möchte ich jetzt endlich auch in der Finanzwelt haben, den bringen wir. Welches Problem wird gelöst? Mit einer gewissen Mindestsumme, weil die Prozessstrecke viel zu teuer ist, um sie mit einem kleinen Kredit vertreiben zu können. Das ist das der eigentliche Punkt. Was ist im Endeffekt die Einstiegsfalle mit in die Überschuldung neben dem Handy? Klar, ist es aber auch der Überzieher, den ich gar nicht brauche, aber er wird mir so groß gegeben. Also auch diese Themen kann ich damit lösen, indem ich eine digitale und damit Geringkostenstrecke habe, indem ich an meinen kleinteiligen Kredit, Entschuldigung, auch nur für 100, 200 Euro ausliefern kann, der 30 Tage, 60 Tage läuft und der Kunde will gar nicht mehr. Unsere Kunden in der Community diskutieren sogar, dass ich brauche nur 50 Euro. Ich will gar nicht mehr. Ich will nicht in die Schuldenfalle. Und den liefere ich zu dem Zeitpunkt aus, wo der Kunde braucht. Sonntagmittag um 2 kann ich machen. Kann ich heute in Ihre Sparkasse Sonntagmittag um 2 einen Kredit kriegen? Sagen Sie, will ich gar nicht, beim Sonntag mache ich keinen. Fair enough, aber es gibt andere, die machen es. Ja? Also was soll der Vergleich? Ich mache ihn ja nicht. Nein, ich sage, Sie sind unterlegen, das sage ich. Ich habe Angst, dass du mich. Also Sie stellen gerade einen Vergleich an und sagen, wir brauchen Slow Starter. Sie stellen gerade einen Vergleich an und sagen zu dem Herrn, der jetzt sagt, er braucht noch eine Filiale, nee, das brauchst du nicht. Also die Welt ist nicht schwarz-weiß, ja, und es gibt nicht den einen Kunden. Ja? Sie haben eine bestimmte Art von Kunden, die können Sie bedienen. Sie haben jetzt, was haben Sie, 90.000 laut Bilanz? Sind jetzt auch nicht so unbedingt die meisten. Ja, ist ja klar. Ne? So. Es gibt da draußen aber noch eine Masse von Leuten, die halt eben in einem Alter sind, das wächst sich mit Sicherheit raus, gar keine Frage, die wollen das aber noch. Und ich würde mich jetzt nicht hinstellen und für jemanden entscheiden wollen, wie hast du es künftig zu machen. Mach ja nicht. Beim Thema Mobile Banking bin ich völlig bei Ihnen. Wir Deutschen sind da schizophren. Wir sagen auf der einen Seite, ich weiß nicht, ob das sicher ist, dieses kleine Gerät, das kann ja angegriffen werden. Haben uns vorher bei Aldi einen PC gekauft mit einer 90-Tage Antivir-Testversion. Wenn die abgelaufen ist, holen wir uns natürlich keine neue. Da passiert schon nichts. Ne? Und wir geben bei Facebook und sonst wo unsere Daten raus, aber da sagen wir, gefährlich. So, der Deutsche oder der gibt es ja nicht. Die Bürger in dieser Gesellschaft ticken halt komplett unterschiedlich. Und diese Bedürfnisse muss man bedienen. Und was Sie eben sagten, Last Man Standing, das werden zum größten Teil werden das die Sparkassen und die Volksbanken sein, weil sie einen öffentlichen Auftrag haben. Sie müssen dafür sorgen, dass jemand da ist. When I hear the Deutsche, yeah. Watch out, because Germany is a very complex country. Yeah? Very complex country. And the Deutsche is not someone from Berlin, someone from Munich, somebody from Wiesbaden, Hamburg, whatever. It's a very complex country. And in this country, you have people that love to use Fedora. You have people my parents-in-law, I'm married to a nice German lady. My parents-in-law were the whole weekend at home. 84 years old, 78 years old. The Deutsche... Cash, yeah? I was talking about auto-banking with them, yeah? Very interesting conversation, trust me. but they're also German people. So generalizations are really difficult to establish. Black and white, very difficult to establish. But I am with you. It's a very, by default, very conservative consumer. And in this conservatism, still there are elements to help customers to do simpler banking, like a broken record, yeah? Simpler banking,
still safe. Yeah? Safe is important. Yeah? Also ich glaube auch, dass die Filiale durchaus noch eine Zeit lang bestehen wird. Das liegt eben auch an der, sagen wir mal, vielleicht auch an den Angeboten, die noch nicht bekannt sind, genug bekannt sind, was man alternativ machen kann, an der Angst auch vor Neuen. Ich kann allerdings auch jetzt aus meiner Erfahrung, die ich eingangs erzählte, sagen, also das war ja eine Filialerfahrung, da kam ich in die Sparkasse, war übrigens meine zweite Erfahrung mit einer Sparkasse oder mit der gleichen sogar. Beim ersten Mal wollte ich meine Firma gründen, da hat man mir um 16:25 Uhr gesagt, dass ich doch bitte am nächsten Tag wiederkommen soll, um die Kontoeröffnung zu machen, weil jetzt ja gleich Feierabend ist, um 16.25 Uhr, wo ich natürlich jetzt dann nicht mehr dahin gegangen bin, sondern jetzt bei einer Genossenschaftsbank bin. Aber das sind so Dinge, wo man sagt, okay, wenn das aber alles passiert in der Filiale, und es ist natürlich nicht repräsentativ, aber ich kenne genug Geschichten, wo solche Dinge halt sind, und wo man einfach sagt, naja, damit schafft man sich auch ein Stück weit selber ab. Und dann kommen eben die anderen Services, und entweder man kriegt es hin, dass die Filialen halt besser performen, die Leute dort vor Ort halt besser performen, weil die junge Dame, die mich nach Hause geschickt hat, da kann der Marketingvorstand natürlich auch noch die Hände über den Kopf schlagen, weil da kann er halt Millionen in Werbung ausgeben. Wenn sie halt da vorne sagt, kommen Sie doch mal morgen wieder, weil ich muss jetzt gleich zum Yoga, ist irgendwie halt doof. Ne? Und wie gesagt, ich weiß noch, ich habe früher selber in der Sparkasse, in der Filiale hinterm Schalter gestanden. Wir haben dann die Filiale zugeschlossen und haben das Konto eröffnet. Und wenn wir dann gemerkt haben, jetzt wird es ein bisschen komplexer, dann haben wir halt gesagt, du, lass uns mal einen Termin vereinbaren. Aber dass ich noch nicht mein Girokonto, obwohl die sogar meinen Ausweis und alles schon hatten, nicht mehr eröffnen kann, ohne einen Termin zu vereinbaren, das ist natürlich alles nicht unbedingt, dass ich dann eine super Customer Experience habe. Und ich bin da leider dann auch so, und ich glaube, da gibt es immer mehr Leute von, die da auch irgendwann halt keinen Bock mehr drauf haben. Und dann, ja, gibt es Leute, die noch gerne eine Filiale haben, und wenn man eine Immobilienberatung haben möchte, dann kann ich das auch nachvollziehen, dass man lieber einen Menschen da sitzen haben möchte. Dann kriege ich bei Interhyp habe ich mittlerweile auch einen Menschen da sitzen, der mich berät, über 30 Banken parallel. Also da gibt es welche, die oder andere Anbieter, die diese Lücken halt auch füllen und auch diese Needs, die eine Filiale erfüllt, machen. Und es ist eigentlich oft eher der Mangel des Angebots, dass die Leute halt trotzdem noch reinrennen. Und wenn Sie sagten, gerade 60% wollen noch eine Filiale haben, dann würde ich sagen, es sind immerhin schon 40%, die keine wollen. Ja. Und das sind gar nicht mal so wenige. Wir hatten da oben noch eine Meldung. Erst oben auf der Treppe. Okay, ich hab noch mal 3-4 Tropfen Öl in meiner Kanne. Der erste Punkt ist, ich glaube, dass Sie recht haben, Fidor Bank, Wirecard, Solaris Bank, wen immer ich nenne, sind da auf der richtigen Seite. Aber das Problem ist natürlich, Sie werden wie die Grünen in der Politik ein Opfer Ihres eigenen, bis das Wachstum so kommt, wie Sie es brauchen, desto eher fangen die anderen an zu verstehen, dass sich jemand zwischen Sie und den Kunden schiebt, und das tun, haben die Banken längst verstanden, die Desintegration der einzelnen, des Leistungsbündels in einzelne Kundenprozesse wird von denen ja längst dazu genutzt, zu kooperieren mit Startups und genau das wieder an sich zu nehmen. Ja. Ja. Das heißt also, je länger es dauert, desto schwieriger ist es für Sie. Deswegen ist die Frage, wie ist denn das Businessmodell zusammen mit Telefonica, wenn ich höre, es ist ein Longshot, dauert lange, macht mir das ehrlich gesagt Sorgen, dass Sie Ihre Vorteile überhaupt ausspielen können. Wenn man jetzt gerade, also Fintech-Kooperation und Banken ist ein Thema, mit dem ich mich so ein bisschen auskenne, da kann ich sagen, also wir sind ja ein Frontend-Dienst, im Grunde wir sind ein Gesicht zum Kunden, und es gibt sehr, sehr wenige Banken, eine Sparda Bank Berlin jetzt hier zum Beispiel aus der Region, die das mit uns zusammen machen, aber in der Regel ist es so, dass Frontend-Services von Banken halt sehr, sehr ungern genommen werden als Partner, und es sind eigentlich immer solche Backend-Themen. Es gibt kaum Kooperationen in dem Bereich. Und es sind eigentlich immer Backend-Themen, wie zum Beispiel IDNow oder ähnliche Themen, die halt Prozesse vereinfachen und damit die Kosten senken, was natürlich auch super wichtig ist. Aber gerade was das Thema Customer Experience angeht, sind Banken tatsächlich noch sehr, sehr zurückhaltend und sagen, das können wir eigentlich besser selber, weil wir kennen unseren Kunden ja. Und ich sage jetzt nichts mehr dazu. Ja, und zwar die Sparkassen, da geht es erstens darum, was haben Sie für einen Umsatz und wie viele Kunden haben Sie. Das ist entscheidend, ob die Sparkasse am Leben bleibt in dem Ort oder nicht. Das Zweite kommt ja dazu, dass der Filialleiter nach dem Umsatz und nach den Kunden bezahlt wird. Und wenn Sie dann als Firma mal auftreten und in Verhandlung treten mit der Sparkasse, dann hat der Filialleiter überhaupt gar keine Macht, sondern da kommt der Regionalleiter, der nickt und der entscheidet, ob Sie zu den Konditionen aufgenommen werden. So muss man das mal bei der Sparkasse sehen. Hi. Ja. Fernando. I'm old enough to remember a time
when the director of the filiale of the bank across the street from where I lived knew my father, and he knew how many children he had, and Mr. Burgos, hello, da-da-da. Yeah, I think maybe the filiale is a romantic idea that we have from the past where these guys knew you personally, there was a personal treatment, and that you came in, and there was not only Mr. Burgos, there was a baker, and there was like, we knew everybody, yeah, a small village, yeah? And in this world where, you said it before, it's a fact, yeah? Banks are these mounting branches, it's a fact, mm-hmm. yeah? So that value in the personal relation is lost, yeah? And I would be surprised if it comes back unless you have €500,000 in the bank. And then it comes a private banking piece, and then they know you right. again. Yeah. So question is, innovative bank. Yeah. Can the banks, the traditional, the digitals, don't care? Can the banks recoup that personal value? Yeah. That you come in, and I don't care. Maybe it's a filiale in person. Maybe it's this, or like that they know you again. Yeah. To the point that you establish a personal relation, and that this is what creates. Stickiness, yeah. So I don't have an answer, yeah. But again, in the past, the filiale, beautiful, yeah. They knew you, they take care of you, they like you, you like them, yeah. Fernando, das ist ein absolut richtiger Punkt. Also damals in Villabaja. Ja. Der einzige spanische Ort, den wir Deutsche ja, kennen, ja. Villa Baja, Villa Alta oder was ist das andere? Ja. Villa Riva. Villa Bajo, Villa Riva. Ja. Ich glaube, meine These, jump on me, meine These ist, dass wir mit digitalem Banking, mit optimalem Datenverständnis und mit den passenden Interfaces eine Beziehung zwischen Bank und Kunden hinbekommen, die dem von damals super nahe kommt, mhm. wenn es sogar womöglich besser wird. Und deswegen besser wird, weil sie für alle zur Verfügung steht und nicht nur Ausgewählten. Mhm. Okay? Das ist definitiv die These, die wir mit unserer Digitalisierung verfolgen und auch mit den Frontends verfolgen, beziehungsweise mit den ganzen Interaktionsoberflächen verfolgen, die wir da so entwickeln wollen. Und genau die Zielsetzung ist es, weil mein Lehrberuf ist Hotelfachmann. Ich bin Dienstleister vom Herzen weg. Ja. Ich habe im Endeffekt gelernt, wie es ist, wenn ich mit dem Kunden gegenüber oder mit meinem Gast in Kontakt stehe und wenn ich Scheiße abliefer, kriege ich kein Trinkgeld und wenn ich es gut mache, dann kriege ich Trinkgeld. Und das habe ich von der Pike auf lernen dürfen. Und deswegen ist das im Endeffekt genau das Wichtigste. Für mich eine Beziehung zum Kunden herzustellen und meine These und nicht nur These, sondern Erfahrung ist, dass ich das auf digitalen Medien und mit digitalen Kanälen viel, viel besser machen kann, als ich das im Endeffekt heute in anderen Kanälen machen kann. Ich will jetzt auf die Filialbank gar nicht mehr einhauen, weil es ist gut. Ja. Ist auch meine Erfahrung. Also wenn ich an einem Sonntagabend in der Community in der FIDO unterwegs bin und dann bei den Kunden so die einzelnen oder bei den Usern die einzelnen Fragen mitdiskutiere und so weiter und so fort, braucht es zum Beispiel gar nicht mehr an die, also mich selbst verwundert es manchmal, wie wenig es dann noch an technischer Innovation braucht und die Kunden sind schon begeistert, weil sie sagen, wow, der CEO der Bank redet mit mir um 20 Uhr zu dem und dem Thema. Holy shit, habe ich noch nie erlebt. Ja? So gering der technische Einsatz. Klar, die Attitude muss stimmen, aber im Endeffekt versus dessen, was der Kunde bislang von Banken erlebt hat, meilenweiter Unterschied. Also manchmal schießen wir ehrlich gesagt komplett übers Ziel hinaus. Ja. Also das Vertrauen des Beraters kommt ja letztendlich auch dadurch, dass der am Ende des Tages einen guten Job gemacht hat. Also sprich, ich eine gute Customer Experience habe. Und das ist ja auch das, also stimme ich dir voll zu, das kann auch digital sein, nehmen wir halt Amazon, ich vermute die meisten hier kaufen dort ein, haben halt eine super Customer Experience gehabt über Jahre und kaufen deswegen mittlerweile mehr oder weniger, also so geht es mir, fast blind da, weil ich weiß, der Preis ist meistens schon in Ordnung, es lohnt mir jetzt gar nicht, dass ich da jetzt groß bei Google noch irgendwie gucke, um nochmal 2 Euro woanders rauszuholen, weil alles andere funktioniert da und wenn das Ding, was ich dann geliefert bekomme, nicht gut ist, dann kann ich es zurückschicken. So, das heißt, ich habe auch alleine Vertrauen aufgebaut, obwohl ich noch nie mit jemandem von Amazon gesprochen habe, vom Customer Service oder sonst irgendwas, trotzdem vertraue ich diese Banking genauso machen. Ich muss halt nur eben exekuten. Das Konto muss halt eröffnet werden, nicht in 4 Wochen, sondern halt in 8 Minuten oder 10 Minuten oder wie auch immer. Und ich mein Darlehensantrag muss in irgendeiner Form entschieden sein in kurzer Zeit, dass ich weiß, mein Problem ist gelöst oder ich habe halt noch eins, weil ich halt kein Darlehen bekomme. Whatever.
Und ich glaube, das können auch eben Filialbanken, das können auch andere Banken hinbekommen, aber das ist sicherlich etwas, was andere Service-Dienstleister heutzutage halt, glaube ich, viel stärker in ihrer DNA einfach drin haben. Und das Grundsätzliche, diese Need, also oder dieser Sense for Urgency, ist, glaube ich, in meiner Wahrnehmung noch nicht bei allen Banken wirklich angekommen, dass einfach sich gerade ihr Geschäftsmodell eben ändert und deswegen halt auch sie sich sehr, sehr schnell oder viel schneller ändern müssen, als sie es vielleicht auch wollen. Wir haben noch eine Frage dort hinten und das ist jetzt die letzte aus dem Publikum, danach müssen wir langsam zum Schluss kommen. Ja, ich fand die Diskussion jetzt gerade sehr spannend, weil wir doch wieder sehr stark in Silos diskutiert haben. Zum einen, ja, wir brauchen Filiale, ja, wir brauchen online, wir brauchen digital. Was für mich aber irgendwie das fehlende Bindeglied ist, das Verständnis einer seamless experience, dass ich sowohl Dinge online machen kann, aber auch demnächst brauche ich eine Filiale. Und der Handshake zwischen online und offline einfach gut funktioniert. Ich weiß nicht, als ich meine Baufinanzierung damals gemacht habe, habe ich alles irgendwie per Telefon mit meiner Beraterin in meiner Heimatsparkasse gemacht, die eben nicht in Berlin ist. Musste dann aber zum Abschluss irgendwie gefühlt 10 Kilo Papier unterschreiben, weil es die Regulatorik und die Prozesse so vorgeschrieben haben. Warum geht sowas nicht digital? Warum kann ich mich nicht erst online informieren und dann quasi einen Termin beim Berater machen? Der Berater sieht dann, was ich bereits als Online-Information irgendwie mir schon einverleibt habe, um mich genau da abzuholen. Das ist übrigens nicht ein Phänomen der Finanzdienstleister, das schaffen Automobildienstleister auch nicht, sich, wenn man einen Online-Konfigurator, ein Auto konfiguriert und dann einen Termin im Autohaus haben möchte, geht einem der Autohausverkäufer genau die ganzen Sachen nochmal durch, schon gemacht habe. Also wo ist dann diese Verbindung, die auch digitale und nicht digitale Welten zusammenbringt? Das ist nur vielleicht eine Abschlussfrage, die wir nochmal kurz diskutieren können. Wer möchte? Mike? Ja, Alex, du hast natürlich absolut recht und ich bin ein sehr großer Freund der nahtlosen und darum geht es ja letztendlich, Kundenerfahrung. Deswegen auch eben die Frage Richtung Telefonica mit dem O2-Banking, warum nur App? Und wir diskutieren halt heute sehr oft immer nur Mobile als das Allheilmittel. Ja? Und ich glaube tatsächlich, dass, das haben wir aber auch schon gesagt, Kunden heute digitalisiert sind. Ich stimme dir zu, jetzt ist er weg, nee, noch da. Ich stimme dir zu, es gibt heute nicht mehr nur einen Kanal, es gibt heute auch nicht mehr nur den digitalen Kanal, es gibt auch noch analoge Kanäle und die Frage ist, wie können wir die miteinander sinnvoll verknüpfen. Ich glaube auch, dass viele analoge Kanäle wegfallen werden, also das ist eine Frage der Zeit. Ob alle wegfallen, ja, fragt uns nochmal in 10 oder in 15 Jahren, ja. Ist aber auch, glaube ich, nicht wichtig. Trotzdem nochmal als Abschlussfrage weitergereicht an alle, wie stellt ihr euch denn das Banking und vielleicht auch das Zusammenwachsen mit dem Payment vor in den nächsten Jahren und gerne auch seamless gesprochen, also nicht nur mobile? Ich glaube, im Banking wird etwas, oder ich hoffe, im Banking wird etwas Ähnliches passieren wie im Payment. Ich möchte mir einfach keine Gedanken mehr machen über viele Dinge. Ja, das ist, heute ist es noch so, dass wir den Konsumenten überfrachten mit diesen komplexen Themen. Wir sprechen von Dingen wie Personal Finance Management. Niemand möchte sein Geld verwalten, weil es nämlich nicht da ist. Kunden möchten einfach nur, wie viel Kohle habe ich, was kann ich ausgeben, einfache Antworten auf einfache Fragen. Ja. Ich glaube oder ich hoffe, dass das mehr in den Hintergrund verschwindet, dass es kontextbasierter wird. Und ja, tatsächlich, dass es auch, da sehen wir natürlich eine Verbesserung. Banking ist heute einfacher. Nicht bei jeder Bank als das BTX-Banking Anfang der 90er Jahren, aber trotzdem sehen wir durchaus eine Verbesserung. Aber ich würde mal sagen, da ist noch Luft nach oben. Ja, also ich wünsche mir, dass da noch sich noch ein bisschen was tut. Also ich erwarte, dass das Girokonto zwar nach wie vor eben der Kern von allem sein wird, aber dass der Zugang zum Girokonto halt über eben sehr, sehr viele verschiedene Dienste stattfinden wird. Das kann mobile sein, das muss nicht mobile sein. Es kann sogar auch eine Filiale sein. Glaube ich allerdings, wenn wir über Zukunft sprechen und nicht über die nächsten 12 Monate sprechen, dass das sicherlich weniger wird. Und das werden auch sicherlich dann ganz andere Dienstleistungen sein, die auf das Konto zugreifen, beziehungsweise Zahlungen auslösen etc., an die wir vielleicht zum Teil noch gar nicht heute denken oder die wir heute halt eben auch sehen, Interaktion, Voice etc., aber oder eben kontextbezogene Sachen
USA war es jetzt, glaube ich, tanken, an der Tankstelle vorfahren, gar nicht mehr rein müssen in den Laden. Das sind so Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist auch gar nicht groß, richtig komplex. Man müsste es halt mal machen, aber das sind auch Dinge, die einfach dann Mehrwert für den Kunden bringen. Und das ist das, was natürlich immer entscheidend ist. Und da wird sich, oder es werden die machen, die halt schnell genug sind. Ob das dann die Banken sind, bin ich skeptisch. Die werden, wie gesagt, aber auf jeden Fall die Basisdienstleistung, sprich das Konto, definitiv noch liefern. I will come back to the point of cognitive. Yeah? The moment we will be able to serve customers with the relevant context-aware advice that guy who used to run this filiale when you were a child and so on, and he knew you and he had the right statement and he knew that you had a bad day, that was a bad day to give you an advice on banking. He knows exactly emotionally when that advice comes. So it's not only about being relevant, being pertinent advice, but the right time at the right place. The bank that is able to, at the end banks are just basically pools of information, they just manage information. The bank that is able to take that information and then give the trusted advice to the customer, I think this will be, and this will come very soon. Now we have these Alexas and so on and so forth, that you say, Alexa, do X, do Epsilon, yeah. By machines can do this kind of dialogue. I think we'll start thinking about a new generation of banking. Yeah. Genau. Na, also, ich glaub, in 5 Jahren, wir haben es ja aufzeichnet, gell? Wir schauen uns das in 5 Jahren nochmal an und dann lachen wir gemeinsam über die Diskussion, die wir heute Abend gehabt haben. Weil ich denke, dass bis dahin, und ich gehe jetzt mit 5 Jahren in einem vorsichtigen Zeitrahmen, ich glaube, es ist schneller, sich die Art und Weise, wie wir mit Geld uns beschäftigen, ja, und dann komme ich auch wieder übrigens zum Sexiness-Faktor, weil so wie wir uns heute damit beschäftigen müssen, ist es halt unsexy. Aber dann die Art und Weise, wie wir uns mit Geld beschäftigen, die Art und Weise, wie wir unser Konto ansteuern, mit dem nichts mehr zu tun haben wird, was wir heute eigentlich noch glauben, dass es ist. Da hilft die Digitalisierung massiv, da helfen die ganzen Lebensstile, die dadurch entstehen, massiv. Da helfen die GAFAs massiv, weil sie halt einfach ganz andere Verhaltensweisen jetzt vorleben und technologisch auch ermöglichen. Ja. Ich glaube, die Hausbank der Zukunft ist auch komplett unsichtbar an der Ecke, wenn wir über Internet of Things reden. Und ich glaube, das ist das, worauf du jetzt gerade eben ein bisschen referenziert hast. Ich meine, dann sehe ich das gar nicht mehr. Und es passiert trotzdem mit meinem Konto. Deswegen nur noch über mein Uhren-End-Device kontrollieren kann. Ich bin übrigens auch kein Verfechter einer Channel-Diskussion. Und insofern glaube ich, haben wir eigentlich, sagen wir mal so, an dem großen Berg der Möglichkeiten, die das Banking durch die Digitalisierung vor sich hat, um in einem Bild zu sprechen. Und ich bin ja aus Bayern und da spreche ich in alpinen Motiven. An diesem großen Berg der Möglichkeiten sind wir noch nicht einmal über die Baumgrenze rauskommen. Und insofern, glaube ich, haben wir das Große wirklich erst noch vor uns. Okay, dann danke euch allen für diese super spannende Diskussion. Ich konnte ja kaum mehr fragenlos werden, weil die so viel Eigendynamik hatte und Publikumsbeiträge. Aber ich glaube, es hat uns allen gefallen, euch allen im Publikum. Ja, vielen Dank an euch und schönen Abend noch bei Speis und Trank. Buffet ist damit eröffnet. Vielen Dank. Dankeschön.